Na, im Grunde genommen kann er ja das, was wir jetzt gerade zusammengelabert haben, schon zusammenschneiden und als Intro nehmen. Und das endet doch letztendlich sowieso nur wieder darin, dass ich auf die Fresse kriege und dann irgendwie... Jetzt bitte Ruhe, weil, Achtung, alles in ruhig jetzt, bis auf Marina, sie macht die Einleitung für Session 6 der Episode 2. Marina, bitteschön. Nee, leider nicht. Ich soll ein Intro machen für eine Folge, bei der ich nicht dabei war, richtig? Dann wäre gut, wenn mir irgendjemand nochmal was erzählt, weil sonst weiß ich nicht, was ich das Intro machen soll. Welche Folge ist das? Ja, das doch, habe ich mir angehört, aber ich weiß nicht genau. Folge 5 war der erste Teil im Schwimmbad, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich ein Intro mache. Hilfe? Naja, ist halt die Frage, was muss da alles drin sein? Nur ein kurzes Hallo als Start der Folge, oder? Ich habe nicht gesagt, ich enthalte mich. Möchtest du Kuchen, Meister? Okay. Ich werde genötigt, überstimmt und dazu gezwungen, das jetzt zu tun, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht anwesend gewesen bin bei dem, was da jetzt kommt. Marina ist ganz harmlos gewesen und hat gearbeitet und ist ganz brav ihrem Job nachgegangen im Laden und hat sich darum gekümmert, dass die Kundschaft gut versorgt ist und ich Offplay mit meinem Leben irgendwie auch. Und deswegen haben die anderen lustig Party im Schwimmbad gemacht. Hört's euch an? Ist auf jeden Fall lustig. Ah, siehst du, dann haben wir das doch jetzt auch gerade erledigt. Wunderbar, dann können wir ja jetzt weitermachen. Die letzten beiden Folgen der White Russians wurden nicht von den eigentlichen Leuten aufgenommen, sondern das waren andere Menschen, nicht wir. Die letzten beiden? Ja, die letzten beiden Folgen, also diese Session, da haben wir eine Vertretung gehabt, offenbar. Also 5 und 6 meinst du jetzt, oder? Ja. Oder meinst du 3 und 4, die du gestimmt hast? Nee, ich meine jetzt, die heute, die wir jetzt, das waren andere Menschen, da müssen wir nochmal gucken, ob das gut war. Und wenn die das scheiße gemacht haben, was da sein kann, und nur Mühe gelabert haben, dann werden wir die nicht nochmal engagieren. Ich freue mich schon. Auf jeden Fall. So, nachdem die beiden Protagonistinnen ja einen wunderbaren Ausflug ins Spaßpart unternommen haben. Wie, der ist noch nicht vorbei? Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass der vorbei ist. Hörst du mir überhaupt zu, du Arsch? Nö. Dreckarschgeburt. So. Agaphon, du. Du sag es nicht. Ach, du dreckiger. Oh, warte mal, ich muss mich hier erstmal wieder mal auf die Couch trapezieren. Warum tut deine Milz weh? Wertvolle Nebeninformationen, damit ihr auch mal ein bisschen Einblick habt, wie so ein Spielabend abläuft. Das muss ich ab und zu mal anders auf der Couch trapieren. Ja, wenn du diese 200 Kilo Speckschwarte halt mal von links nach rechts bewegen würdest, das kostet halt Kraft. Ah, schön. Du kannst uns ja jetzt einfach mal ein klein wenig, verstehst du den Unterschied zwischen sehr viel und klein wenig? Du grobkörnige Metwurst. Willst du bei sehr viel und klein wenig jetzt Drama hinten dran setzen? So nach dem Motto, ja. Aber meine Herrin, dann kenne ich den Unterschied nicht. Okay, also. Ihr liegt im Sand. Wir liegen im Sand. Warum haben wir keine Liegestühle? Waren wir ja schon? Ich dachte, ihr wolltet euch in den Sand legen, das war die Ansage. Jojo liegt im Sand. Ja, Jojo macht irgendwelche Sandengel. Und hat die macht keine Sandengel, die hat so ein Handtuch oder was auch immer das ist da liegen und macht dann vorher mit der Hand den Sand ganz glatt und malt dann irgendwelche komischen Bilder. Du hast danach eine panierte Schwarte, ne? Kann sich doch abwaschen, duschen, was auch immer. Abgesehen davon ist das ein schon ganz angenehmes Gefühl, wenn man auf Ex schön im Sand malt. Doch, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das so sein sollte. Aber gut. Ich glaube, das ist gut. Natürlich ist es gut. Ich habe doch gesagt, eure taktile Wahrnehmung ist viel geiler und Penis und Pansen und Pimmel und Hodendrogen. Buttplug. Auch das, aber ich dachte, Penis, das wollten wir nicht mehr. Ach, das könnten wir auch nehmen. Was ihr beide entdecket, sei Alisa. Du dreckige, kleine Methure. Du bist so durchschaubar. Ja, natürlich, Alisa ist die Einzige, die da irgendwie mal in der Richtung... Moin. Das ist doch die mit dem Braten in der Röhre, oder? Ja, natürlich, das ist die Horizon-Kleiderladen-Tante. Ich hätte jetzt auch noch eine Beschreibung gemacht, aber... Oh ja, mach doch mal eine Beschreibung. Nee, die Flumi muss mich ja immer unterhalten. Tut uns leid. Also, Alisa war eine Menschin, da muss man auch immer unterscheiden, also eine Menschin mit, ich glaube, rötlichem Haar, für Edgo. Also Edgo hat heute die Episode gewidmet. Also heute Edgo, guter Mann. Also mit rötlichem Haar, leicht lockig, einigen Pickeln im Gesicht, kein Dreck im Gesicht, sondern Pickel.
Sie ist jetzt, glaube ich, das muss immer extra betont werden, das hast du schon letztes Mal betont. Natürlich, fällt natürlich. Da noch was dazu ein. Darf ich das kurz singen? Scheiße, durch ein Sieb geschossen, hilla di ladio, gibt die tollsten Sommersprossen, hilla di ladio. Also, danke für diesen Beitrag. Ich werde mir für jede Session ein schönes Lied ausdenken in der Zukunft. Ich brenne darauf, sie zu hören. Nein, die ist jetzt, glaube ich, im dritten oder am vierten, ne? Ich glaube, im dritten. Da sieht man ja nicht so viel. Entschuldigung, im Januar ist die geschwängert worden. Ich wollte schon sagen, die ist. Das war Mitte Januar, Anfang Mitte Januar. Ja, kann ich rechnen, oder was? Das ist jetzt, müsste jetzt ziemlich genau der dritte sein, ja, also Ende dritter Monat. Naja, dann sieht man ja immer noch nicht so viel. Stimmt. Können wir bitte mal anfangen, auch Wochen zu rechnen, wie sich das gehört? Nein. Nein. Die Drogenbitches fangen also an, sich von dem Datum, wo sie wussten, dass diese junge Frau also schwanger war, das sind Wochen umzurechnen. Nein, die haben sie getroffen auf ihrer Wieder-Zurechtkommen-Tour nach Silvester, weil irgendwie sie Kleidung für Billy brauchten, weil ihr Mantel noch irgendwie fehlte. Und da waren sie halt bei Horizon, bei Common Denominator Kleidung kaufen. Die kommt da langgestiefelt und bewegt sich auf den Whirlpool zu. Nein, sie sieht euch nicht. Ich werde nicht schreien, weil du mir immer vorwirfst, dass ich so laut bin. Nö, du bist wunderbar in der Lautstärke perfekt. Aha. Hm? Jojo sieht sie erstmal nicht. Ich hab gesagt, ihr seht sie. Ja, hat er gesagt. Ja, das blickt dann irgendwann auf, sieht sie, springt auf, läuft zu ihr hin. Huch! Scheiße, warte. Hurz! Nein, ich kann's gar nicht. Hurz! Ah! So. Ihr habt mich heute kaputt gemacht. Also, ja, sie ist erschrocken. Da geht sofort das Kind ab. Nein. Fehlgeburt! YOLO! Sturzgeburt. Bitte hab ich gern getan. Scheiße. Und wieder die Menschheit gerettet. Ja, sie ist also erschrocken und braucht auch sicherlich ein paar Momente, um dich irgendwie einzuordnen, weil ihr sie seit Monaten nicht mehr gesehen habt. Das ist 2 Monate her. Also Monate ist der richtige Plural. Ja, und? Hallo? Ja, und davor hat sie euch zweimal gesehen. Wie geht's dir? Hi, jo. Du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin fast beleidigt. Jo. Ja, du weißt es doch noch sehr gut. Du siehst verwirrt aus. Warum siehst du so verwirrt aus? Na, ich glaube, dein Name war jetzt offensichtlich richtig, aber ich weiß nicht mehr, woher wir uns kennen. Von der Party, auf der du schwanger geworden bist. Ah ja. Im Nachhinein. Also, das war nicht das erste Mal. Das erste Mal war nach unserer Silvestertour, wo wir auf der Suche Konfetti. Nach unserer Vergangenheit... Genau, Konfetti! Du hast es! Ja, na klar. Und Foxy, das wäre mir sofort eingefallen. Ist ja auch richtig. Mit? Mich ist was? Gar nicht. Richtig. Sie hat gefragt, ob die auch mit ist. Ich ruf doch schon. Ach so, das habe ich doch alles mitbekommen. Lass mich mal fliegen. Foxy, Mensch. Oh, ihr beide, was macht ihr hier? Na, was machst du hier? Entspannung. Bezahlter richtig. Urlaub. Bezahlter Urlaub? Ja, klar. Oh, ich hab mal was falsch im Leben. Beide. Das habe ich euch schon letztes Mal gesagt. Das stimmt. Und du sagst es uns immer wieder. Ich finde auch, das ist halt richtig. Und nebenbei, wir hatten noch mal was mit Alisa zu tun. Und zwar haben wir sie wegen der Sache mit Gunfist, mit Horizon, mit den Programmierern. Da hatten wir noch mal mit ihr zu tun. Ja, du hattest sie angerufen. Ihr habt also noch mal 5 Minuten mit ihr gesprochen. Ich wollte sie nur noch mal in sagen. Der Mitten, Moment, inmitten der Nacht hat sie es angerufen, um 3 Uhr morgens. Und das nächste Mal hat dann Alisa zur Rache angerufen, als wir nämlich nach dem schlechten Run auf die Polizeizentrale gepennt haben. Im Safehouse hat sie nämlich angerufen und wir waren alle total am Arsch. Wegen ihr. Also, ich erinnere mich auch immer wieder gern an Leute, die ich innerhalb von 3 Monaten 2-mal gesehen habe und die mich nachts um 1 oder um 2 aus dem Bett gescheucht haben. Naja, Wurst. Also, ja. Mettwurst. Hochkönige Mettwurst. Unser Spielleiter ist gerade zickig und hat seine Tage. Er hat Sand in der Vagina. Sand im Getriebe. Eine Kiesgrube. Es ist keine Vagina, es ist eine Kiesgrube. Und die tropft wie ein Moskau-Laster. Und riecht wie Trockenfische, ja. Da sind wir wieder.
Ich hoffe, ihr hört White Russian auch mal beim Mittagessen. Wir haben jetzt noch keine Genitalien richtig beschrieben, also, gell? Dann fang doch mal an. Fleischig eitrig. Und ihr hört wieder mal, wie einfach es ist, Männer dazu zu kriegen, sich zu ekeln. Hallo, ich hab doch gelacht. Ja. Der Milz. Nee, es zieht im Darm leicht am Abgang den Billy-Trink. Kannst dich nimmer dran erinnern. Stimmt. wo war ich denn eigentlich gerade bei? Sie hat immer noch recht mit richtiger Stelle, genau. Was hat sie? Was hat sie gerade gesagt? Nee, das war nur mein Resümee und ich bin gerade noch zu fertig, um irgendwie weiterzumachen. Macht mal los, spricht! Wegen der eitrigen Pussy? Und? Wie ist es euch so in den letzten Monaten gegangen? Ach, gut, wie man sieht. Nö, nicht so toll. Ach. Nicht so toll, was ist denn los? Nee. Okay, nix. Du hast ein Xylophon verschluckt? Psst. Ja. Nein, es war kein Xylophon. Es war eine Trompete. Nein, ein Alpenhorn. Und nicht verschluckt. Andersrum. White Russian, Sex mit Trollen. Hä? Nee. Entschuldigung. Sex mit Trollen. Fürze, die klingen wie Alpenhörner. Wir wollten ausprobieren, ob ein Alpenhorn im Po von Billy sich genauso anhört, wie wenn man auf der Alm dudelt. Nee, wir wollten wissen, ob etwas, das aus Billys Po kommt, egal was ist, jedes Mal klingt wie eine Harfe und nicht wie ein Alpenhorn. Und nach Rosen duftet. Und nach Rosen duftet. Nur mit Metabolismusfilter. Ah, die macht gerade Werbung für... Eben. Nee, Billy, ja. Was ist denn? Ach, ich lag 2 Monate flach quasi jetzt. Shit, warum das denn? Die haben mir eine Milz rausgeschnitten. Okay, hast du irgendwie krank oder so? Wie? Ja, klar. Das ist sehr krank. Das nennt sich Messer im Rücken krank. Was? Mhm. Scheiße, ich dachte irgendwie... Ja, manche Leute... Milzkarzinom oder irgendwas. Kleines Milzkarzinom, ich geb dir gleich... Autoimmunerkrankung, what? Dir wächst auch ein Karzinom gerade im Bauch, oder? Ey! Dann sag sowas nicht Böses. Das war fies. Na, ich dachte nicht dran, dass irgendjemand dich mit einem Messer angreift. Ich dachte da auch nicht dran. Scheiße. Na, geht rum. Und wo war das? Och, keine Ahnung mehr. Irgendwo. Hast du wieder eine krasse Party oder was? Nee, ja, genau. Scheiße. Aber ist doch egal, ist doch genug von mir. Geht's dir denn gut hier? Wie geht's in den geschwollenen Füßen und dem Wasser in den Füßen, wollte ich sagen. Das wirst du jetzt jedes Mal, oder? Natürlich. So weit ist es noch nicht. Ja, warte mal, du kriegst das, wenn es warm ist im Sommer. Dann ist ja noch schlimmer. Ja, und dann muss ich auch alle 10 Minuten aufs Klo und so. Genau, ist es Mädchen oder Junge? Nee, das wollte ich noch nicht wissen. Oh. Und Name, da muss ich mal noch gucken. Das kommt ja aber eins mit dem anderen. Da musst du doch wissen, was es wird, damit den Namen hat. Oder kannst du auch einen Namen für ein Mädchen und einen Namen für einen Jungen suchen. Das geht doch beides. Genau. Oder neutral. Ja, soweit habe ich noch nicht gedacht. Und bisher, nee. Also die Voruntersuchungen haben ergeben, dass es eingeschlechtlich sein wird. Ich wollte nur das Geschlecht halt nicht wissen. Ein Geschlecht? Wie? Was? Na, wieso neutral? Ich krieg doch keinen Twitter. Die wollte einen neutralen Namen einem Jungen und einem Mädchen geben kann. Das ist doch scheiße. Sowas wie Robin oder Kim oder... Genau. Dennis oder ich meine Denise oder sowas. Ja, aber das ist doch scheiße. Wieso also ich meine, scheiße? Na, dann rufst du den Namen quer über den Spielplatz oder in der Schule oder irgendwas und da weiß immer keiner, was es sein soll. Das ist doch blöd. Ja, aber dann gerade. Es ist doch voll blöd, wenn das Kind als Mädchen auf die Welt kommt, aber sich als Junge fühlt oder umgekehrt. Du kannst doch, das weißt du doch vorher nie. Na, dann, eine Namensumänderung ist ja nicht so ganz kompliziert, aber ich meine, ist ja auch blöd, wenn egal, wenn es irgendwie, bist du alleine hier? Ja. Ach so? Papa immer noch nicht gefunden. Nee, das habe ich auch aufgegeben. Ja, was denn? Ich weiß nicht, wer das... Und ist eigentlich auch egal, hallo? Wir sind da nicht mehr in 2000ern oder was da... Weiß ich nicht.
Es gibt Kindergarten, es gibt eine Krippe und es gibt eine Schule und da braucht man nicht zwingend irgendwie einen Papa. Alles im Konzern. Ja, natürlich. Das ist der beste Service, die beste Dienstleistung und ich weiß ungefähr, welche Leute sich da kümmern. Das finde ich gut, anstatt irgendwie, du bringst dein Kind irgendwie in den Kindergarten, da sind da irgendwelche komischen Leute mit so Pedophile-Beard oder irgendwas, das ist ja nicht schön. Rapist-Glasses. Genau, da weiß ich lieber, hier, das ist der und der kümmert sich an dem Tag und so und kann mit den Leuten auch mal reden und hat mit denen vielleicht auch privat zu tun oder macht mit denen noch andere Projekte. Das finde ich schon sehr gut, wie das gelöst ist. Und da kann man auch mal was zurückgehen lassen. Hä? Hey? Nix, schon gut. Ne? Danke, Düse, ich fand's gut. Ich fand's Outgame auch gut. Ja, aber sie konnte damit nichts anfangen, das ist okay. Wieso könnt ihr euch eigentlich hier dieses Urlaubsparadies leisten? Ich dachte, ich habe hier was Besonderes, einen richtig großen Fang gemacht oder so. Wie bitte? Was soll denn das jetzt heißen? Na, ich dachte, das ist ja schon ein bisschen teurer hier und ich dachte, da muss man richtig hart für ranklotzen, dass man das bekommt. Und na, sparen. Ach so, cool. Das ist ja. Wir arbeiten auch hart. Ja, natürlich. Aber ich dachte immer, dass du dann hart erarbeitetes Geld irgendwie für Klamotten oder so ausgibst. Sie jetzt oder ich? Die, Natürlich, Billy. Achso, gut. Man kann ja nicht nur durch Klamotten gut aussehen, man muss ja auch was für die innere Schönheit tun. Gehst du ins Fitnessstudio? Natürlich gehe ich ins Fitnessstudio, aber da ich momentan erstmal krank war, musste ich kurz treten. Aber ja, ich gehe ins Fitnessstudio. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern von wegen innerer Werte und so. Bitte was? Innerer ich Werte? Wollte ich, ja, genau. Tschü. Ja, ihr dürft und ich nicht, oder was? Das ist ja asozial bei euch. Was, ins Fitnessstudio gehen? Nee, sie meint ärgern und mobben und... Achso, natürlich darf sie uns ärgern und mobben. Nee, mich nicht. Warum dich nicht? Sei nicht so bitchy. Keine Ahnung, weil ich eine Diva bin. Sei nicht so bitchy. Bitchy, pitchy. Hätete. Twitchy. Du hast dein Bitch-Part für heute schon erledigt. Hab ich? Ja, klar. Wann denn? Wohin? Ach so, mit Agaphon. Ja. Was ist denn das für ein Scheißname? Das haben wir uns auch gedacht. Ich musste auch erstmal lachen. Oh, so heißt das seit 100 Jahren keiner mehr. Ja, die müssen echt gehasst haben. Na klar, Agaphon oder weiß ich nicht. Ich nenn's Destiny's Child oder sowas, weißt du? Hä? Na, Destiny, voll der Stripperinnen-Name. Ach, so. Ich dachte, es ist eher ein Infernus. Hä? Nix. Kann es sein, dass wir die ganze Zeit an vorbeireden? Ja, das tut ihr und es ist wundervoll. Das Strippernamen halt, mein Gott. Wir waren auch schon lange nicht mehr im Stripclub, ne? Wir waren nur einmal zusammen im Stripclub. Ja, ist lange her, sag ich doch. Stimmt. Warum musst du mich denn da dran verbessern, bitte? Weiß kann. Ah ja, aber schlecht. Ist nicht so schlimm. Gut. Auch mir gelingen nicht immer nur Brüller. Stripclub. Können wir auch irgendwann mal machen. Brüller-Alarm. In so ein völlig verrauchtes Ding, während ich schwanger bin und keinen Alkohol trinken darf. Nee, du, da bin ich gerade irgendwie nicht in Stimmung. Na gut. Ja, ich weiß, ich habe mir jetzt auch schon sagen lassen, dass ich jetzt voll langweilermäßig unterwegs bin, aber ja, ist halt so. Gibt's sonst noch irgendwas Neues? Genau, geht's denn noch arbeiten überhaupt? Oder jetzt nur noch Urlaub? Mutterschutz ist ja noch nicht, oder? Nee, Mutterschutz ist noch nicht. Ist ja relativ spät. Aber ich gehe noch arbeiten, aber zwischendurch halt ein paar Mal gewechselt. Also ich meine, ich habe ja in dem Kleidungsladen jetzt auch nur für einen befristeten Vertrag halt gearbeitet, weil ich ja auch gar nicht so, also verkaufen kann ja halt irgendwie jeder, aber ich habe ja nicht so wirklich die Ausbildung und kenne mich ja mit Klamotten auch nur so mittelmäßig aus. Und hab dann zwischendurch zwei so, ich will es nicht Model-Jobs nennen, aber es waren halt so ein paar Fotos für Werbung, die wir da gemacht haben. Und jetzt zur Zeit mache ich gerade so ein bisschen, nennt man das, ja, Regieassistenz, weiß ich nicht, bei so einem kleinen Film, der hier mal wohl irgendwann gedreht werden soll. Von deinem Konzern oder was? Na klar. Aha. Ich meine, wo denn sonst? Oh, ich frag dich ja nur, Mensch, ich kenne mich doch nicht aus im Konzern. Nee, du wechselst ja, ich meine, ich habe da jetzt meine SIM und ich bin ja super zufrieden
Und wenn du ab und zu mal die Abteilung wechseln kannst, gerade ich jetzt als noch Ungelernte, ich werde dann nach der Geburt irgendwann meine Ausbildung langsam mal anfangen müssen, dass ich mich ein bisschen festlege, aber jetzt halt so ein bisschen springen und überall mal reingucken, das finde ich schon super. Und was geht's in den Filmen? Das darf ich noch nicht sagen. Wie? Ja, der kommt doch dann erst in irgendwie einem Jahr vielleicht oder so raus. Das ist ja jetzt noch die Vorbereitung, da kann ich ja jetzt nicht drüber reden. Das ist doch top secret. Naja, so secret auch nicht, aber ich meine, darf halt nicht sagen. Da brauchst du nicht noch Darsteller. Hier, guck mal, da hast du einen kleinen Gnom hier. Was? Nee, ich geh nicht ins Fernsehen. Komm ich nicht ins Fernsehen? Warum nicht? Nee, das ist nichts für mich. Wolltest du nicht, als du klein warst, immer Model oder Schauspielerin werden? Nee. Ja, dann ist das nichts für dich. Nicht so wirklich. Aber du, mit ausgestrecktem Finger, fast an Billys Nase. Tü-tüm, voll die Action so. Du wärst doch voll die, so, Frau für Fernsehen oder sowas, oder? Ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Du willst hier nichts sagen. Ich meine auch eher so allgemein, du Trantüte. Och, allgemein. Was weiß ich? Ich wurde noch nie gefragt. Ja, aber klar, so, ich weiß nicht, Jojo, so Bond-Girl würde Billy schon voll gut reinpassen, oder? Bond-Girl. Boah, ja, eher oder Bond- so ein Charlie-Engel oder so. Eher Bond-Girl. Ja! Princess Gagball, ja? Ja, Miss Buttplug. Aber nur mit Rapist-Glasses. Ja, ich glaube, solche Filme da, ich weiß gar nicht, ob wir die machen. Nicht mit Stroh? Bestimmt. Also ich glaube, das Filmstudio, wie ich gerade bin, die zumindest nicht. Naja, wenn sich was bietet, dann würde ich vielleicht ja mal, aber keine Ahnung, man weiß ja nie. Wenn du willst, ich kann ja mal fragen, was so gebraucht wird, und da gibt's ja auch immer eigentlich öffentliche Castings, das ist ja dann nicht auf irgendwelche Horizon-Mitarbeiter beschränkt, da kann eigentlich auch, wenn so ein öffentliches Casting ist, jeder kommen, dann kann sie sagen, hier, ich bin da, ich habe das und das gemacht und ich würde da mitmachen und bla, und dann gucken die halt und vielleicht klappt's ja. Aber da kann man nicht anonym bleiben dann, oder? Nicht als die in einen Künstlernamen haben, oder? Naja, du kannst bestimmt mit Künstlernamen in den Credits oder so genannt werden, aber die brauchen ja schon deinen richtigen Namen, um dir zum Beispiel das Geld zu überweisen und Arbeitsvertrag zu machen und so. Was verdient man denn da? Na, ist ganz unterschiedlich, je nachdem. Ich meine, ich weiß nicht, ob du erfahren bist bei Schauspielerzeugs, aber halt Leute ohne Ruf und so, die nicht total berühmt sind, und wenn die Produktionen kleiner sind, also wir haben ja hier relativ kleine Produktion noch, der ist ja das meiste ja Übersee, dann wird das bestimmt nicht ganz so viel sein. Ich habe jetzt noch keine Zahl gehört von dir. Weil ich die aber auch nicht so richtig weiß. Ich bin Regieassistent. Das ist mehr als Kaffee holen, aber auch nicht viel mehr. Das hat sich vorhin anders angehört. Ja, du kannst halt überall mal reinschnuppern und du kriegst halt auch so ein bisschen von dem ganzen Drumherum, auch von der Produktion was mit, und das ist ja auch ganz viel Verwaltungskram und so, also die Produktion, aber ich meine, ich bin wie gesagt ungelernt, das heißt, ich helfe halt, wo ich kann, aber jetzt nichts total Krasses. Naja, kannst ja mal, wenn sich da was ergibt, dann okay, kannst also du mir beim nächsten öffentlichen Casting, da kann ich ja einfach mal dir dann die Adresse und die Zeit schicken. Jo, guck ich doch mal rein. Cool. Über AR an, beziehungsweise über mein DMI, so rum, haha. Du kannst Jojo jetzt gerne Nachricht schicken, aber ihr Comlink liegt im... Ja. Ich hab's kapiert. Stimmt. Bringt ja nix. Nee, ja, wunderbar, dann guck ich doch mal, dass, wenn da was ist, dann komme ich doch vielleicht mal dahin. Aber ich verspreche jetzt nix. Ich muss mir auch nichts versprechen. Ich meine, die finden bestimmt jemanden, aber ich dachte halt, dass es vielleicht dein Ding sein könnte. Keine Ahnung. Die wollen mir immer das Modeln anhängen, aber hat sich ja, warum denn nicht? Du hast doch voll den Gang, oder? Ja, Gang, ja. Aber da gehört noch mehr dazu als nur das, oder? Ja, aber ich kann mir vorstellen, du hast bestimmt voll die krasse Mimik von so... was weiß ich. Irgendwas, so wie was man da halt so braucht. Denn ich bin kein richtiges Model. Ach, und ich vielleicht, oder was? Ja, du passt voll in die Richtung. Garantiert nicht. Naja. Hallo, das letzte Mal wurden im Wesentlichen Fotos von meinen Füßen in verschiedenen Schuhen gemacht. Also ich habe keine Ahnung. Und nein, kein Wasser in den Füßen. Fußfetisch-Fotos? Nein, ganz normale Werbung für Schuhe. Okay. Na dann. Hier, das letzte Mal hattest du doch angerufen wegen dem einen Verein, der da über die Wupper gegangen ist. Da hat sich da nochmal was eigentlich ergeben bei euch? Boah, kannst du mir auf die Sprünge helfen?
Keine Ahnung, du hattest da nur irgendwas erzählt, dass diese Programmierstube da, dass denen irgendwas verpatzt ist oder so. Keine Ahnung. Ach so, naja, da gab es ja irgendwie einen Einbruch da in dem Haus, nicht direkt bei denen. Und da. Krass. Ja, richtig krass, ja. War ja auch mit Toten und so, war schon echt heftig. Aber ich What? Glaube, die haben jetzt sich einfach eine andere Location gesucht und machen das dann noch in einem kleinen. Also ich glaube, irgendwie hat sich die Gruppe aufgeteilt und die machen das jetzt in so Dreier-, Vierer-Grüppchen und machen da irgendwas an einem Spiel oder so, weil kenne ich mich jetzt gar nicht mit aus. Und der eine Typ ist halt zurück nach in die UKAS gegangen, aber ich weiß auch nicht genau, wie das da war. Oh, ist ja krass. Ja, da gibt's ein paar, die halt, weiß ich nicht, halt aus den Staaten kommen und dann denken, hier in Moskau, da ist noch nicht so viel, da können sie voll Karriere machen und dann gehen sie halt zurück, weil sie hier nicht zurechtkommen, aber das ist ja klar. Ja, weiches Gesindel da. Naja, die haben halt auch voll die Ansprüche zum Teil und denken, dass jetzt hier total schnell der Erfolg kommt und sowas, aber das ist ja, weiß ich nicht, ein bisschen überzogen. Die Ideen und die Ansprüche meinst du zu überzogen? Naja, dass sie dann denken, irgendwie in einem halben Jahr haben sie sich hier total krass hochgearbeitet, nur weil hier jetzt der Con noch nicht so krass vertreten ist wie in LA oder sowas. Und das ist ja einfach, da musst du ja auch was können und da musst du auch viel Arbeit reinstecken und überhaupt. Und naja, das klappt halt dann oftmals nicht. Hm. Na dann, gehst du noch, gehen wir jetzt da hoch zur Party jetzt, Jojo, oder was ist los? Ciao. Gehst du da noch hin? Oder ist das nichts für dich jetzt so? Oh, ich gehe erstmal eine Runde in den Whirlpool und dann gucke ich mal. Und wie gesagt, ich bin total die Langweilerin geworden. Und manchmal gucken, wie es so ist. Ja, okay, was trinken kannst du jetzt ja wahrscheinlich nicht. Solltest du nicht, also machst du nicht. Aber genau, also wir gehen jetzt mal nach hoch, oder? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Den wünschen wir dir auch. Alles Gute. Besorgt euch vielleicht eine Sonnenbrille? Hä? Na, da oben ist nochmal jemand, der guckt und... Naja, ihr seht schon wieder so aus, als wärt ihr ein bisschen in Stimmung. Mhm. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Das ist alles böses Nachreden. Weißt du, von was ich rede? Ich habe euch bisher nur einmal ohne gesehen und schon halt. Also, wenn ich es schon erkenne, ja, ich habe jetzt nicht so die krasse Erfahrung irgendwie. Das ist schon. Aha. Ich meine ja nur. Mhm. Hm. Jojo, ist die jetzt zickig? Was? Ist sie jetzt zickig? Ich glaube schon ein bisschen. Aber sie hat ihre Tage im Moment, das ist okay. Ah, sie streckt sich ein bisschen. Wisst ihr, wer jetzt erstmal nicht seine Tage hat? Tch. Weißt du, wer nachher einen Golfball durch einen Gartenschlauch ziehen muss? Das ist das Wunder der Geburt, das mich weder irgendwie... aufregt noch sonst irgendwas. Es ist ein Regenbogen, der aus meinen Lenden purzelt. Ich erinnere dich schon dran. Wenn du Regenbogen, die der aus den Lenden purzelt. Ja, bei mir wird das so. Bestimmt. Ich habe ein Ticket für den Regenbogen für dich, wenn du willst, irgendwann mal. Zur Geburt. Gute Einladung. Sau gut. Die White Russians setzen normalerweise keine schwangeren Frauen unter Drogen. Warum sagst du normalerweise? Weil sie das gerade so angeboten hat. Ich weiß schon, was sie angeboten hat. Alisa scheint keine Ahnung zu haben, wovon du redest. Aber sie nickt freundlich, guckt verwirrt und ihr seid ja eben genbegriffen und geht dann in den Whirlpool. Tschüssikowski. Tschüssel. Tschü. Hast du zum Schluss deinen eigenen Film geschoben hier, oder Jojo? Was? Film? Ja, Film. Nee, ich habe nur die... Farben. Nee, ich habe keine bunten Farben gesehen. Ich habe nur die Leute da hinten beobachtet. Die waren witzig, die haben sich gerade voll angekeift. Wieso das denn? Ach, weil er irgendwie, ich weiß auch nicht genau, typisch Ehe, 20 Jahre verheiratet, er hat einer anderen Frau auf den Arsch geguckt und sie findet das ganz schrecklich. Siehst du, guck mal, es geht schon wieder los. Auf den Arsch will ich auch nicht gucken wollen. Da laufen wir jetzt dran vorbei und strecken die Ärsche raus. Hä? Was, hä? Ach so, das meinst du. Ja, du machst das. Ich laufe neben dir her und beobachte das Ganze. Oder so. Okay, mach mal. Und ich am Vorbeilaufen gebe ich ihm noch so einen Augenzwinker-Wimp. Whip, whip. Also, du weißt ja. Wie sagt man? Zwinkern? Genau, zwinkern, danke. So ein leichtes Zwinkern. Weh, du hast nur geguckt, was die da drüben verkaufen. Du hast doch gerade schon wieder dieser Elfe auf den Po geguckt. Harald!
Harald! Nein, nicht Harald. Aber ich darf ja keinen anderen Namen mehr aus der russischen Liste nehmen, oder? Horst! Warte, nimm einen Namen aus der alphabetisch geordneten Liste bei H. H wie Hitler, ja? Boah, das habe ich jetzt nicht gesagt. Du hattest nur Harald gesagt, das habe ich gedacht, weil wir schon A hatten, nimmst du jetzt mal einen anderen Buchstaben. Es gibt nichts mit H, es tut mir leid. Es gibt keinen russischen Namen mit H. Nicht bei den häufigsten offenbar. Willst du mich verkackeiern? Jakob! Jakob ist es. Und jetzt tu nicht so, als hättest du nicht auf ihren Hintern geguckt. Ich hab's genau gesehen. Ja, die streckt ja auch ihr Gesäß heraus und wackelt mit den Hüften. Unglaublich ist das. Aber darüber wird noch zu sprechen sein, Jakob. Wunderbar. Wunderbar. Horst Nikolai gibt's tatsächlich. Eine Augenweide. Er erträgt das Ganze. Ja, natürlich. Er erträgt das Ganze übrigens in einer unglaublichen, ja, in einer Apathie fast, die man sich erstmal erarbeiten muss. Dazu gehören viele, viele Jahre Ehe. Also das ist wirklich etwas, das ist eine Kompetenz. Der kann, über den könnte ein Tsunami hereinbrechen, wenn er von seiner Frau ausgelöst worden wäre, und er würde es nicht mal bemerken. Die White Russians stehen übrigens nicht dafür, dass eine 20-jährige Ehe zwangsläufig langweilig sein muss. Ja, es sprechen nur alle Beweise dafür. Du bist viel zu jung, du bist ja noch nicht mal 20. Nee, ich bin ja mittelpubertär. Richtig, hatten wir ja schon festgestellt. Vollpubertär bist du. Ich hatte ja schon fast meine erste Ejakulation gestern, weil ich gehört habe, dass wir heute wieder spielen. Ach, deswegen hast du heute so lange gebraucht. Der ist eingeschlafen. Hast du abgewischt. Ja. Okay. Ja. Let's go, Party! Mit Sonnenbrille. Ja, wir kaufen uns ganz stylische Neon-Sonnenbrillen. Das ist gut, denn vor euch wird einer der Jugendlichen, der vorhin gesagt hat, wer jetzt die hässliche Freundin kriegen soll, der wird rausgezogen, weil ihn sieht man zwar nicht an den Augen an, aber der kaut halt in einer Tour sehr heftig und der Türsteher, den es da oben extra nochmal gibt, der zieht ihn halt dann nicht nur wegen des Alters raus und da gucken sie nicht ganz so genau hin, sondern weil er einfach druff ist wie Ulle. Und Honolulu Beach Party könnt ihr mal schön selber beschreiben. Ich bin da jetzt außer Reißröcken, weiß ich auch nicht. Was denn? Genau, man kriegt Reißröcke, man kriegt BHs, denen es passt. Man bekommt gleich mal einen schönen Drink in die Hand gedrückt als Begrüßung. Und Blumenkränze. Ja, das, genau. Richtig, Blumengrenze, ganz wichtig. Die bekommt man an und dann läuft da halt Musik. Und da gibt's, was gibt's denn da, Jojo? Hä? Du bist ja viel imaginärer als ich. Inwiefern, was gibt's da? Musik, so, was da aussieht. Musik? Achso, Musica Lustica. Naja, Musica Lustica gibt's vermutlich das, was man am ehesten mit so süßige Klimper, bla, damit in Verbindung bringen, plus den Kram, der momentan am bekanntesten ist und das, was den größten Massengeschmack betrifft, weil einfach das so passen muss. Du musst da so viele Leute unter einen Hut kriegen. Und das sind einfach Remix vermutlich. Richtig, genau. Den 30-millionsten Remix von Somewhere Over the Rainbow. Awesome. Das ist und der Remix von der Band By Me. Yeah. Ohne T. Dann gibt's da halt überall so Bars, also so kleine Bars halt, ne, so in diesem Strandbar-Stil gehalten. Also so Hütten, so Strohhütten. Genau, also zumindest da, wo Und Hängematten! Hängematten gibt's auch. In der Chill-Out-Zone gibt's Hängematten. Right. Es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt halt einmal unten, da ist halt, also es gibt da noch zwei Ebenen. Es gibt eine untere Ebene, da ist halt hauptsächlich Bar und ein bisschen Chilling und bla, der ganze Krams halt, so wo man halt auch sitzen kann und so weiter und so fort, aber halt Bar. Da verkaufen die ab 8 Uhr auch Alkohol. Und dann gibt's oben halt noch den richtigen Partybereich und unten gibt's bestimmt auch Hängematten. Und oben ist halt Party, da gibt's halt keine Hängematten, aber überall gibt's Palmen und vermutlich auch nochmal sowas, irgendwas Wassermäßiges, wo du dich reinsetzen kannst, was aber klein genug ist, dass da niemand drin ertrinkt, der auch ein bisschen was Alkohol getrunken hat. Knöchelhöhe halt. Irgendwie sowas. Wir gehen eher erstmal nochmal aufs Klo und legen nach. Uff. Ja, nachlegen muss sein, wenn die Party losgeht.
geht einfach nicht anders. Ah ja, komm, wir sind jetzt da, keine Ahnung, 3-4 Stündchen, da hat schon nachgelassen. Nee, ich grad nicht. Wie, du grad nicht? Nee, besser nicht. Wieso nicht? Glaub mir. Wieso denn? Wenn ich mich einschätzen kann, ich sag wieso dann schon, bloß? Wenn ich noch was sein muss. Wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Pfui, genau. Pfui. Pfui. Jo, gehst du mal. Ich warte hier und hol mir was zu trinken. Ich hab voll Durst. Soll ich dir auch schon mal was bestellen? Ja. Boah, was denn wohl? White Russian, alles klar. Right. Läuft. Oder warte mal, Long Island Iced Tea, wir sind ja am Strand. Long Island Iced Tea, gut. Stimmt, gute Idee. Zweimal Long Island Iced Tea. Na? Jojo klettert Jojo geht zur Bar. Klettert, ja, das passt besser. Klettert ja. Hoch. Und die Bardame dreht sich zu dir um. Kann ich mal deinen Ausweis sehen? Ernsthaft jetzt? War's wieder 5 Wochen her? Ich wollte ihm eigentlich nur vorbeugen. Ah. Nee. Jojo guckt sie an. Ernsthaft sieht's, jetzt? Sie zwinkert. Ja, Quatsch, sonst hätte man dich ja gar nicht reingeladen. Gut. Sie hat auch schon getrunken, ne? Sie hat auf jeden Fall einen Tee. Was möchtest du denn? Long Island Iced Tea. Zweimal. Alles klar. Macht sie dir. Zahlst du. Easy. Mehr Long als Island, bitte. Jojo klettert in eine der Hängematten und wartet auf Billy. Und Billy schockelt. Kommt. Billy kommt. Bling, bling. Aloha. Schnucki, ich hab was Aloha, für dich. Aloha, hey, Aloha. Was hast du für mich? Was? Was? Na, hier. Yay. Trink. Beeil dich, du musst aufholen. Wie, warum, was hast du denn schon gemacht? Du musst aufholen, du bist hinten dran. Kletter rein. Ja, ich kletter rein. Ich war schon überlegen, ob ich einfach eine aus dem Dings mitbringe, die ins Glas werfe, dann wärst du mir wahrscheinlich wieder böse gewesen. Ja, dann wäre ich dir böse gewesen. Deswegen tue ich das erst gar nicht. Das ist aber nett von dir. So bin ich, wie eine Schwester. Sogar mit Brüsten. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Sollen wir dir mal einen Stecher suchen, Schätzlein? Och was, nee, ich suche mir später selbst einen, wenn ich einen will. Meinst du? Sollen wir mir eine Stecherin suchen? Eine, die stechen kann, so rum? Können wir später auch noch machen. Aber ich will erst mal austrinken. Long Island Iced Tea austrinken. Na, so groß ist das Glas jetzt auch nicht. Flummi? Ja, ich weiß, weißt dass du, es wie groß ist. Das ist? Ich mein, ja, ich weiß, dass es groß ist. Ich frag ja nur, du bist ja nicht immer so kompetent. In Sachen Spaß. Ich weiß, dass es groß ist. Ich geb dir gleich Spaß. Du bist in Sachen Spaß du und Kackäumel. Du Kackeimer. Arschgeburt. Fickfehler. Ja, den musstest du jetzt auspacken, oder? Ja, klar. Schön abkupfern, gut. Besser gut abgekupfert als, ne? Fickfehler ist doch alt. Flumsen? Machst du mich Metten? Mal ein W6? Ich hab keinen Ton an. Och, 5. Hä, wie sehe ich denn das nicht? Ein Erfolg. Okay, Boah, ich bin voll gut. Ihr strohhalmt euren Long Island Eistee. Jojo, in deinem Glas fängt es leicht an zu blubbern. Und am Ende steigen kleine Blasen Long Island Eistee nach oben und fliegen auf deinen Mund zu. Das ist quasi wie Seifenblasen, bloß halt ohne diesen lustigen Glanz, weil es halt keine Seife ist. Hat mir irgendwer was ins Glas gekippt? Das ist nicht normal. Sehe ich das? Natürlich siehst du das. Flumsen weiterhin. Passiert das wirklich? Ja, das passiert A wirklich und B fühlt es sich so an, als, wie formuliere ich das, ohne dass ihr an dem Abend heute nichts draus macht. Ich sage jetzt nicht, etwas strömt durch dich hindurch. Ach so. Du fühlst etwas in dir? Nein. Es ist Billy. Oh yeah. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt?
Ein Kanal öffnet sich und etwas läuft aus dir heraus. Was? Das wird irgendwie nicht gut, oder? Das endet wie Manga irgendwie. Gleich kommt noch das Tentakelmonster an, oder was? Ja. Nein, nee, es ist tatsächlich so, wie als wärst du ein Stück Draht, durch den Strom fließt. Und der Stromfluss endet dann in deinem Glas und wird verändert quasi die Flüssigkeit und macht irgendwas damit. Und dann hast du halt Blasen, die auf deinen Mund zufliegen. Cool. Es kribbelt ein wenig. Okay, also es kribbelt cool, ja? Das. Billy, dir fällt weiterhin auf, dass... Da muss er kurz überlegen. Nein, es windet nicht. Schade. Eigentlich... Wind weht. Ich kann warme Luft stinken machen. Der muss es sein. Ja, klar. Flumsen, du bist mal gefragt wegen Nebeneffekten und so, das ist eigentlich dein Ding. Oh, fuck, Nebeneffekte. Soll ich mal Jeopardy machen? Von was denn? Wirst du gleich sehen. Oh Gott, ich bin gerade so unkreativ. Das kann aber alles sein, Meisterlein, das weißt du auch. Soll ich mir jetzt was ausdenken, oder was? Ja, weil das gerade noch in deiner Hand liegt. Wenn es irgendwann in meiner Hand liegt, dann denke ich mir was aus. Oh yeah, es liegt in meiner Hand, Baby. Er liegt in ihrer Hand. Sehr, sehr geil. Scheiße. Ach nee, Es fühlt sich salzig auf der Zunge an. Awkward Silence? Das ist echt nicht so. Ne, ich denke noch, es ist echt nicht so einfach. Knister, knister, Lichtgeflüster? Mindestens. Knusper, knusper, Knaser, wer knecket an sin Maser? Kleine Glühwürmchen, die überall herumfliegen. Das ist gut. Danke. Aus Jojos Mund, weil sie ja gerade gesprochen hat, von wegen hat mir jemand was ins Getränk gemischt und so weiter, kommen so einige einzelne kleine, naja, nicht Glühwürmchen, eher so kleine Lichtpartikelchen, die quasi rausflutschen, während sie atmet, und das war mein Stift, während sie atmet, also so ein Lichtpartikel, das so rumfliegt, 20 Zentimeter fliegt und dann in so einer kleinen, wie so ein kleines Feuerwerk, ping, zerflutscht. Aber die sind nicht sehr stark leuchtend, aber in unterschiedlichen Farben. What the fuck machst du schon wieder? Geil! Was machst du? Wie machst du das? Hallo? Ich will das auch können. Oh! Was? Hallo? Ich sehe das nur ich oder siehst du das auch? Was denn? Ist doch schon weg. Nein, ist es nicht. Während du sprichst, fliegen dir die ersten Blasen deines Getränks in den Mund. Es ist dein Getränk und es schmeckt lecker. Und da fliegen die Glühwürmchen noch rum, nein? Doch, Was machst du? Gar nichts. Das sieht nicht nach gar nichts aus. Ich mach gar nichts. Ich will auch, dass mir mein Trink in den Mund fliegt. Mach sofort, dass mir das auch in den Mund fliegt. Ein Teil von Jojos Blasen fliegen auf Billy zu. Wow, what the fuck? Du bist krass. Warte mal, was passiert, wenn ich dir an der Schulter anfasse? Naja, du fühlst ihre Haut. Okay. Das ist cool. Wie fühlst du dich gerade? Bist du gut drauf, ne? Ist das abgefahren? Ja. Was machst du das jetzt? Scheiße. Oh Gott, sehen nur wir das? Oder meinst du, dass jemand anderes sieht das auch? Gucken die Leute? Die Hängematten sind in einer etwas abgeschiedeneren Ecke. Eine Person guckt etwas irritiert zu euch rüber. Oh shit. Misstrauisch gar. Warte mal, ich muss gleich. Ich muss noch kurz. Nein, der warme Strom versiegt. Nein, schon wieder falsche Formulierung, ne? Es hört auf. Ich fühle, wie es warm meine Wange hinunterläuft. Ja, eine deiner Blasen zerplatzt an deiner Wange. Es läuft kalt deine Wange hinunter und es hört auf. Und klebrig, bitte. Und klebrig. Der Typ ist ein Angestellter. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mann. Er ist um die 40. Er sorgt dafür, dass die Leute, die nicht ihre Gläser und Becher und was weiß ich zurückbringen, die sammelt er ein. Er ist aber jetzt stehen geblieben mit seinem Tablett und beäugt euch misstrauisch.
Okay, Tuna-fällig, Tuna-fällig. Was soll ich denn jetzt machen? Pfeifen? Tanzen, tanzen. Tanz doch mit mir. Wir liegen in einer Hängematte. Dann tanz, dann steh auf. Nein. Auf zu trinken können. Und sag nichts mehr, auf zu reden, Kind, tanz! Hä? Geh, steh. Halte dich unauffällig, mach einen Handstand und brülle, ich war's nicht. Ich weiß gar nicht, von was wir reden. Jojo liegt, bleibt liegen und nippt wieder an ihrem Getränk. Strohhalmt. Sie strohhalmt sich. Sie saugt an dem Strohhalm. Lutschi, Lutschi. Das kam von dir. Was? Das kam von mir? Lutschi, Lutschi kam mal von dir, ja. Das klingt nach mir, ja. Das ist von dir. Ich mein's natürlich ein Eis. Sicher. Milcheis. Jojo guckt kurz zu dem Typen, konzentriert sich dann aber wieder auf Billy. Er steht noch immer da. Ich tanz. Ich gehe aus der Hängematte raus und fange an zu tanzen. Den Ententanz. Ich muss das mal kurz verifizieren. Ich will ja nicht wieder mir sagen lassen, dass ich euch böse, böse Dinge sehe. Die Tanzfläche ist ein bisschen weiter weg. Da ist noch nicht ganz so viel los. Gehst du da hin und tanzt oder gehst du aus der Hängematte dort, wo die Chill-Out-Zone ist und die Musik nicht so laut und fängst nach der Aktion einfach an zu tanzen? Ich meine, ich traue zu Drogen und so, aber ich frage nur. Du hattest die Location, wo wir in den Hängematten liegen, nicht so ganz beschrieben, dass da noch chillige Musik momentan läuft. Also ich habe doch gesagt, dass das eher die Chill-Out-Zone ist. Psst, ruhig, Kind. Psst. Entschuldigung. 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 Ja, ich stehe auf der Hängematte aus. Ich stehe auf der Hängematte und tanze. Auch eine gute Idee. Könnte interessant werden. Ich habe ja schon eine Milz verloren. Wie wär's, wenn ich mir noch ein Bein breche? Aber nee, natürlich tanze ich nicht in der Hängematte. Ich werde mich dann zur Tanzfläche begeben und Jojo zuwinkend. Let's go! Nee, sie bleibt da nur liegen. Psi. Faule Ratte. Gut. Jojo bleibt liegen, der Typ geht nach. Naja, wenn Billy geht, geht er auch. Billy tanzt ein bisschen und sieht eben jenen Mann, der auf den Typ am Einlass zugeht. Und der hat noch nicht alle Gläser eingesammelt. Ich geh zurück zu Jo und sag, geh, verzieh dich aufs Klo. Du musst einfach weg aus der Sicht. Geh aus Klo! Was ist denn los? Ja, der Typ geht grad zum Türsteher. Du musst dich erstmal unsichtbar machen. Wie geht denn das? Ja, komm, wir gehen jetzt woanders hin und dann ist gut. Genau. Schnell weg hier. Wir gehen in eine andere Ecke. Ja, das Ding ist weitläufig. Ihr könnt ja auch in die zweite Etage und alles. Also ja. es ist noch nicht so viel los, aber es sind Menschen genug, dass ihr stecht ja auch gar nicht raus. Oder so. Siehst nee, du? Aber ihr könnt... Ach, wisst ihr was? Ihr könnt mir mal was würfeln. Und zwar Gebräuche und Charisma. Ach, Charisma. Wunderbar. Moment. Gebräuche habe ich, glaube ich, irgendwo... Oh, ich weiß mich voll gut zu benehmen. Nein, ich bin irritiert, weil ich gerade komische Dinge getan habe. Oh, null Erfolge. Was hast du denn? 7, hm? 3 Erfolge. Das, als du meintest, ich soll nicht zu viel, aber ein bisschen Drama einbauen. Was meintest du da genau? Dass wir nichts mit Cops an den Hals bekommen, auch kein Türsteher uns auf die Fresse haut, okay? Billy hat genug gelitten. Okay, also der Türsteher kommt zu Billy und haut ihn auf die Fresse. Yay! Nein. So. Warum denn? Weil es Spaß dran hat. Ich hasse Elfen, die irgendwie... scheiß gut aussehen. Die sind alle scheiße, ich hab nie eine abgekriegt. Röschte Hösch. Nein. Es verhält sich in der Tat so, dass der Typ jetzt von seiner Position abrückt. Und damit meine ich nicht den Gläserträger, sich ein bisschen umguckt. Er kickt sich um. Er tritt sich durch die Menge. Das ist, ich hoffe, ihr kennt South Park, Rambo. Jetzt habe ich...
Jetzt okay. Hast du die Düse kaputt gemacht. Entschuldigung. Go on. Er kickt sich durch die Menge. Ich hatte jetzt eher dran gedacht, dass der jetzt quasi durch die Menge läuft und jeden einfach umruft. Er macht den Chuck Norris. Ja. Roundhouse kickt sich durch die Menge. Aber es ist echt schlimm. Er dreht sich wie ein Kreisel. Wir spielen ein paar Wochen nicht und ich habe sämtliche Sprachkompetenz verloren, die ich vorher auch nicht hatte. Das ist echt. Also ich habe ja keine Freunde, das muss man ja zusagen, und unterhalte mich eigentlich nie, deswegen ist es halt schon so ein Ding. Nee, der Typ läuft rum und so, ne? Voll krass. Und das ist ein auch wenn. Nein. Mit und der, auch mit der wenn, Alpha-Jacke. Mit der krasse Alpha-Bomber-Jacke. Nee, das nicht. Er hat ein Hawaii-Hemd an und eine Hawaii-Hose und auch eine Kette. Er ist auch nicht irgendwie bewaffnet oder so. Er ist halt bloß ein bisschen muskulöser, aber auch nicht so krass. Der passt noch ganz gut ins Party-Ambiente von wegen, weiß ich nicht, sportlicher Bademeister oder so ein Scheiß. Der ist jetzt nicht Overkill. Der hat auch nicht irgendwie Glatze und eine fette Narbe im Gesicht. Das haben nur Elfen, sowas in die Richtung. Er ist halt schon noch irgendwie ein einigermaßen verträglicher, normaler Typ. Nee. Moment, Billy, darf ich ganz kurz fragen, hat er irgendwelche elektronischen Geräte an sich? Also Comlink zum Beispiel oder so? Chill mal. Okay, chill mal. Fang an. Du kannst mir Matrix-Wahrnehmung würfeln, plus 2 wegen Technomancer und ich red weiter. Genau. Billy weiß ich. Minus 1 wegen Apes. Computer und nein, nicht, das nicht. Echt cool. Computer und Intuition plus 2. Also, der Typ. Billy passt sich perfekt in die Tanzmenge ein, sie ist ja auch Next Level, die ist ja alles und überall und perfekt und geht auch unter und Cat-like sowieso und die kann sich also durch die Beine von allen Leuten durchmanövrieren, was weiß ich. Jojo allerdings ist noch etwas irritiert. Also Jojo, die ploppt immer mal so aus der tanzenden Menge raus und steht dann blöd da und guckt sich dumm um und also sie ist halt irritiert und fällt deswegen auf, weswegen er sich auch langsam auf sie zubewegt. 3 Erfolge. Ja, 3 Erfolge. In der Tat hat er ein Comlink dabei. Er hat Kontaktlinsen. Awesome. Und er hat, ich muss kurz überlegen, was könnte er denn gebrauchen? Also ein Vibrator. Nein. Buttplug. AR angesteuert. Nee, das in der Tat nicht. Stell dir mal vor, du machst irgendwie so als Technomancer echt mal so eine, einfach so eine random Wahrnehmung, keine Ahnung, was auch immer, läufst dann so durch die Menge und hast wirklich mal so eine Frau, die einem elektronischen Buttplug einkaufen geht. Kann vorkommen. Ich muss ganz kurz mal was völlig unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast, notieren. So gut. Nein, er hat einen Comlink und er hat Kontaktlinsen. Gut. Ich denke mal, dass sein, also ne, der, normalerweise die Kontaktlinsen sind mit seinem Comlink gekoppelt. Die sind dran geslaved, ja. Richtig. Das heißt, wenn ich seinen Comlink hack, dann bin ich auch auf seinen Kontaktlinsen. Du kriegst genauso viele Marks auf den Kontaktlinsen, wie du auf den Comlink hast, ja. Genau. Deswegen werde ich jetzt versuchen, seinen Comlink zu abkacken. Brutal oder eher soft und stimmig und romantisch? Killing me softly with this song. Das war wirklich schlimm jetzt, oder? Ich fand's schön. Das hat mich auch berührt. Innen. Wo? Im Darm. Wir laufen ja, also das heißt, ich versuche im Mastdarm. Ja. Du versuchst den? Zu hacken. Ja, softly. Show me your genitals. Your Würfelwurf. Moment, ja, Cyber Combat, ne? Nee, war Hacking. Hacking und Logik. Und limitiert auf deinen Schleicher. Auf mein was? Schleicher. Auf mein Schleicher? Ja. 3, 7. Heute würfeln wir aber viel. Geht. Ist das dein Wurf jetzt schon? Nee, Moment, das war der vorhergehende. Ach, das war der vorhergehende. Klar. 2 Erfolge. Ja. Geht gleich los. Ikonografie ist, das ist quasi eine einsame karibische Insel auf dem Meere, mit ein paar Palmen, auch mit so einer Hütte, und du hast so einen eingeborenen Stamm, der da halt rumläuft und allerlei Dinge treibt, wie halt
Kokosnüsse aufknacken, irgendwelche Bäume aushöhlen, sodass man sie vielleicht als Floß gebrauchen könne und dergleichen. Teppiche knüpfen, nein, Fische fangen und so ein Scheiß. Schreib mal, was du machst. Billy wird eine Affenherde kompilieren. Und diese Affenherde wird anfangen, mit den Kokosnüssen aus den Bäumen auf die Eingeborenen zu hämmern. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kurze Frage, das klang gerade so wie Brute Force und nicht wie Hack on the Fly. Was willst du Brute Force machen, oder? Nee, ich hatte ja gesagt Hack on the Fly. Okay, na, es klang bloß gerade so wie... Okay. Na, die sind ja in den Bäumen versteckt, das heißt, die sind im Laub und fangen an, mit den Kokosnüssen aus verschiedenen Richtungen ungesehen immer wieder auf die Eingeborenen zu werfen. Sneaky Primaten. Naja, mein Wurf ist drunter und dementsprechend die Kokosnüsse zerplatzen immer mal neben den Leuten, die das aber auch nicht. Doch, die das jetzt auch noch mitbekommen. Beep. Der Eingeborenenstamm bewaffnet sich. Okay. Das heißt, ich hau nochmal einen hinterher. Ich möchte direkt etchen. Ha. Gern. SRE 7, ne? Darf ich so tun? Was? Wie etchen? SRE und dann darfst du ja deine Edge-Würfel direkt mit dazu dingsen, wenn du das möchtest. Ach so. Das heißt genau. 10. Also plus 3 dann quasi. Jo. Ach komm, leck mich doch am Arsch, du. Haha. Du solltest dann. Meine Beschreibung war epic. Also, der Eingeborenenstamm, während die Affen weiterwerfen, hat sich jetzt bewaffnet. Jemand läutet auch die Eingeborenenglocke, bestehend aus Kokosnüssen, die man gegeneinander klopft, sodass auch alle aufmerksam werden auf die Affen, die jetzt auch mittlerweile entdeckt sind. Moment, kann ich mich irgendwie noch buffen jetzt dadurch? Also ich habe die ganze Zeit keinen Technomancer dazu gerechnet, ne? Naja, den Technomancer kriegst du nur auf Matrix-Wahrnehmung und plus 2, wenn du VR bist. Das heißt, ich würde gerade mal zusammensacken neben Jojo jetzt. Ja, das wäre auch schön. Oh, ich bin ein sterbender Schwan. Ja, das dauert ja eh nur ein paar Sekunden, dass Billy einfach nur mal zusammensackt. Na, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt zusammensackst, ist es deine nächste Handlung und das Comlink macht halt irgendwas in der Zeit. Aber du kannst es natürlich machen. Ich edge noch mal. Du kannst einen geätschten, also willst du jetzt noch eine Probe machen, weil du kannst einen geätschten Wurf nicht etchen. Weißt du, wie ich meine? Ich kann jetzt aber nochmal würfeln und eine neue Probe machen, Kollege. Ja, das Ganze durchaus machen, Kollege. Und den kann ich gleich mal wegätschen, ne? Mhm. Wenn du mir das nicht zugestehst, dann bist du ein Arschloch und alle Zuhörer hassen dich jetzt. Natürlich kannst du. Hä? Was willst du denn? Hau dein Edge raus, hast beim nächsten Run nichts, mir egal, Pissgesicht. 4 Folge, Nutte. Okay. Träg ich an. Fix. Warte! ja, du hast jetzt einige der Eingeborenen niedergeknüppelt und die Kokosnussmilch läuft ihnen übers Gesicht. Du hast also jetzt auch einen Mark auf dem Comlink, allerdings hat es auch eins auf dir, weil da die vorherigen Proben verkackt sind, ne? Ja, okay, das ist ja klar. Gut. Aber? Was tust du? Mit einem Mark möchte ich ihn jetzt mit Pornospam und allem möglichen voll nutzen. Ich glaube nicht, dass schon mal ein Hacker das bei mir gemacht hat. Ich finde die Idee schön. Also auch seine Kontaktlinse und das ganze Blödsinn, ne? Natürlich, dass alles voll gespammt wird auf seinen Kontaktlinschen. Würf mal bitte Computer und Logik. Ah, was du mehr von mir willst. Computer ist 3 und Logik ist 4. War doch richtig, ja. Komm schon, Baby. Ein Erfolg. Warte mal. Okay. Aber ist das nicht eine Angriffshandlung? Was? Du hast doch eh schon Alarm ausgelöst, ist doch vollkommen egal. Nee, egal. Ich hab gedacht, das wäre eher wie ein Cyber-Attack jetzt im Prinzip. Na, nee. Ein Cyber-Attack wäre, du bringst dein Comlink zum Absturz. Was ich verstanden habe, ist quasi, du willst seine Sicht brutal behindern mit Porno und seinem Comlink irgendwie... quasi ein bisschen den Datentransfer dadurch einschränken, dass einfach das Ganze durch Pornos gedingst wird. Naja, seine Perception halt, also seine Wahrnehmung einschränken. Na genau. Und das Comlink schön damit versorgen, dass es sich erstmal um Pornos kümmert und nicht um alles andere. Ja, und halt auch reinigen muss und alles, ja. Genau, okay, gut. Ja,
der Typ, der also noch ungefähr 15 Meter von euch weg ist, bleibt plötzlich abrupt, möchte man sagen, stehen und fingert sein Comlink aus der Tasche und drückt irgendwie drauf rum. Allerdings scheint er die Tasten nicht zu sehen. Billy. Was du bemerkst, ist, dass sich ein gar böses, böses Icon, nämlich das des zuständigen, ich will jetzt nicht sagen Sicherheitshackers, der Typ, der sich ein bisschen mit der Matrix auskennt und der dafür zuständig sein wird, hier aufgrund des Alarms und so hier umsieht. Und da du einen Mark auf deiner Persona hast, findet er dich sofort und identifiziert dich als Übeltäter. Du siehst, okay, dass er versucht, deinen genauen Standort zu lokalisieren. Ich kann mich rebooten jetzt. Da hast du recht. Mhm. Ja. Ja. Epischer Matrixkampf. Er wird das nicht schnell genug schaffen. Ich lasse mich doch nicht auf den Kampf jetzt im Spaßbad ein. Das habe ich auch nicht verlangt, um Gottes Willen. Ich sag's doch jetzt nur für die Zuschauer. Ach ja, wenn du dich rebootest, also deine Technomancer-Signatur ist dir ja egal, ne? Wie bitte? Deine Technomancer-Signatur ist dir ja egal, die bleibt ja, ne? Wie, ja, für ein paar Stündchen bleibt die erhalten. Okay, aber das muss man erstmal identifizieren. Ich sag dir ja nur. Da gab es noch voll irgendwie den. Erinnerst du dich an App 1 von wegen, oh Gott, jetzt finden die mich. Oh, dann machen die mich voll Kalle kaputt. Ai. Und jetzt bist du im Spaßbad. Ich wollte es nochmal sagen. Entschuldige bitte. Ja. Spaßbäder sind die schlimmsten von allen. Da kann ich dir meine Geschichte erzählen, aber das machen wir vielleicht nicht, während wir aufnehmen. In jedem Fall. Ja, du rebootest dich, es ist wie immer ein wenig unangenehm, jedenfalls das Runterfahren, das Hochfahren ist jedes Mal wieder ein Genuss. War das nicht auch so mit Spitzennippel und so? Na egal. Der Typ ist immer noch sehr irritiert und es scheint so, als würde er noch ein wenig damit beschäftigt sein, das wieder hinzukriegen. Du siehst übrigens, dass Jojo einfach rumsitzt in seiner Sichtweite, also wenn er was sehen könnte und ihren scheiß Drink schlürft. Ich ziehe sie da jetzt weg. Kind, komm mit. Hä? Komm, sei ruhig jetzt, komm mit. Okay. Du kannst ja gar nicht ahnen, was ich mich für Gefahren wegen dir aussetze. Hä, wieso, was denn? Mach doch nichts, komm jetzt. Der Typ da, siehst du den, der da in seinem Komlonglong? Schöner koreanischer Name. Komlonglong, ja. Der Typ übrigens versucht sich gerade, ja, das rappappelt so sehr, dass er gerade versucht, die Kontaktlinsen rauszunehmen. Das ist super. Wir können ja an dem vorbeilaufen und mit der Schulter anstuppen, damit er sie verliert. Das sollte man nicht machen, das war ein Scherz. Das wäre nicht nett. Wir laufen jetzt weg. Wir laufen jetzt auf eine andere Ebene weg von dem. Na gut. Schön da, wo viele Leute sind und Party. Da gehen wir jetzt hin. Okay. Tante Billy weiß, was gut ist. Mhm. Und hör auf, mit deinem Trink so komische Sachen zu machen und lass das alles da in deinem Mund drin jetzt besser mal. Lass dich doch, Juju pustet in den Strohhalm rein. Gut. Es entstehen vulgäre Geräusche, die Jojo leider sonst nicht in der Lage ist, von sich zu geben. Danke, Dös. Bitte. Nur für dich. Du wolltest vulgäre Geräusche. Ja, ihr geht auf eine andere Ebene, zu vielen, vielen Menschen, mit viel, viel Party. Der Typ, du siehst es noch, der hat inzwischen seine Kontaktlinsen rausgefingert und scheint etwas ernster zu sein, wartet noch ein wenig, bis ein zweiter zu ihm stößt. Und dann teilen die sich auf, nachdem sie kurz miteinander gesprochen haben und gehen jetzt suchen. Wir müssen dich irgendwie vermummen. Ich weiß nicht, warum, wie. Warum? Was soll der denn überhaupt machen? Der würde mir wahrscheinlich zwei Fragen stellen. Ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn wir die ganze Zeit wegrennen. Wenn du meinst? Ich wollte dich jetzt eigentlich nicht hier sinnlos in der Ecke rumstehen lassen und irgendwelche Leute mit irgendwelchen Fragen stehen. Ja, aber das überprüft der doch nicht, glaube ich. Also, keine Ahnung, ob der so ein... Nee, aber ob der so ein Gerät hat, weiß ich nicht. Na, das Ding ist halt, weißt du, wir können ja jetzt auch nicht den ganzen Abend weglaufen, wenn, dann müssten wir jetzt gehen und eigentlich habe ich keinen Bock zu gehen. Nö, wir wollten dir ja noch einen schnuckeligen Stecher für den Abend suchen. Wieso willst du mir einen Stecher suchen? Keine Ahnung, du siehst so aus, als wärst du schon lange nicht mehr gelocht worden. Du siehst so aus, als bräuchtest du das. Die White Russians haben nichts gegen Büromaterialien. Richtig. Wie sieht man denn dann aus? Ja, so wie du gerade. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich voll versorgt bin. Stille! Hä? Hör doch einfach mal auf deine große Schwester.
Na gut. Siehst du? Komm, ich geh mal auf Fleischschau jetzt für dich. Ich dachte für dich? Nein, wieso für mich? Das ja, warum nicht? Schon. Du findest nicht so viele Lesben, die auf Schwänze stehen in Moskau. Deswegen müssen wir ja suchen gehen. Deswegen geht man aber dann normalerweise zu Boris in die Bar für so Geschichten. Ach so? Das ist warum? Wie mit Gesichtern. Geschichten und Gesichter. Und Regie. Mit schwere Gesichtern und mich. Geschichtern? Geschichtern? Wir haben einen am Tee schon wieder, ne? Hase. Ein bisschen Schnucki. So was. Jetzt lass uns mal Ausschau halten. Mach mal einen Perception-Test. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Die White Russians haben nichts gegen Zerebralparesen, oder? Richtig. Nee, wir gucken jetzt, ob wir ein Schübchenstecher für Jojo finden. Das kann ich allein nicht suchen. Ich such mal. Wir gehen jetzt erstmal Party machen hier. Party! Möchtest du auch mal Party machen, SpongeBob? Ja, ich möchte auch Party machen, Patrick. Party! Tanz und Gesang und Freude und die Typen gucken sich immer noch um und ja. Ah, kurz überlegen. Nee, zu Ende überlegt. Das oh doch, ne? Doch, ich hatte ja schon mal. Der eine, der dazugekommen ist, na, das weiß ja, Flummi achtet ja nicht so drauf. Okay, Dys, also Billy, also eins von beiden, also Foxy, also Penis, also Pandel. Der eine hat ein komisches Gerät dabei, mit dem er einfach in der Menge rumsteht, drauf guckt und dann weitergeht. Was weiß ist das nicht, für ein Gerät? Hast du noch nicht gesehen, es ist ein technisches Gerät. Kann ich das hacken, die Sau? hat so viel Erfolg vorhin, ne? Check alles. Tatsächlich ist es nicht mit der Matrix verbunden. Und du weißt, oh, es ist... Vermutlich ist es irgendeine Art von Scanner, aber es ist keine Ahnung, was sein soll. Oh, ich tanze mich da jetzt langsam heran. Sexy. Sexy Lady. Wop, 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 wop. Like a Mädchen. Ich dachte jetzt eher an den Gangnam-Style, aber macht ja nichts. Ja, den finde ich aber scheiße. Ah, ich nicht. Ja, du findest auch jeden Scheiß gut, ne? Zum Beispiel mich. Ne? Richtig. Okay, du tanzt dich ran, das ist ja wunderprächtig. Willst du, was willst du machen, genau, wenn du etwas näher ran bist? Wenn ich dran bin, quasi so, dass ich so Rücken an ihm stehe, dann mache ich so einen Schritt quasi rückwärts im Tanzen und prall so ganz leicht gegen ihn. Nicht so bam, sondern halt eher so pitü. Ja, kannst du am Ton ungefähr rauskriegen, wie ich es meine. Wenn das so toll ist. Jemand, der Sand in der Vagina hat, ja. Ja. Entschuldigung. Nö. Ja, ach, du willst mich ja nichts Episches beschreiben lassen, das heißt... Nein, warte. Okay, pass auf. Was? Du stupst ihn leicht an, er sagt, Entschuldigung, und du darfst weiter episch beschreiben. Und wenn es nicht episch wird, gibt's Karma-Abzug. Billy dreht sich zu ihm um. Was ist Karma? Was ist Karma, genau? Dasselbe wie der Weihnachtsmann, Billy dreht sich zu ihm um. Ach ja, und guckt ihn so von oben bis unten an. Wirft die Haare zurück ins Gebälk, hätte ich beinahe gesagt. Guckt ihn dann so von oben bis unten an, so mit einem lasziven, leichten Lächeln. Ne? Sonnenbrille immer noch auf, natürlich. Und sagt dann, hey, wer bist du denn? Kommst du öfter? Alter. Und dem anderen habe ich vorhin an den Kopf geworfen, cheesy. Hä? Ich wollte schon gerade sagen. Aber als gute, gut aussehende Blondine darf man das. Da darf man cheesy sein. Da muss man cheesy sein. Da erwarten es die Leute quasi von richtig. Einem. Richtig. Da geht das gar nicht anders. Alles andere wäre spitzfindrig und unglaubwürdig. Du hast den Spielleiter nicht überzeugt. Dann klingt der anders. Ich habe ihn aus der Fassung gebracht. Ah, weißt du, das Schlimme ist... dass es ja tatsächlich Kerle gibt, die so denken. Also, ja. Er schaut noch mal kurz auf. Er hat sich ja vorher keines Blickes gewürdigt. Er war viel geiler auf sein Ding da in seiner Hand, was nicht rapappelt offenbar. Übrigens, das Ding ist ein kleiner schwarzer metallischer Kasten mit irgendeiner Flüssigkeit und irgendeinem grünen Gedöns drin. Und einer kleinen Anzeige, die jetzt halt einfach nur Null anzeigt. Er dreht sich um, blickt dich also an, lächelt.
nicht herzlich, sondern von deiner Obszönität und deinem unheimlich guten und neuen Anmachspruch ergriffen. Untenrum. Tut's weh? Wieso? Du siehst aus, als wärst du ein Engel, der aus dem Himmel gefallen ist. Wow. Schön. Oder suchst du denn? Ich bin doch schon hier. Also, wenn ich damit keine Frauenherzen gewinne, dann weiß ich auch nicht. Nee, Porno, Paule. Nee, also er lächelt dich an. Na, hi. Na? Was geht denn so? Warum spielst du denn da mit deinem Ding rum? Ich kann keine Frau verkörpern, die Anmachsprüche raushauen muss. Nee, das Ding ist, sowas wirkt immer lächerlich, weil es einfach lächerlich ist. Das ist nicht so schlimm. Wir ziehen das jetzt durch. Das gemeinsam gut, schaffen okay. Wir das. Wunderbar, dankeschön. Du hilfst mir, ja. Ich so gut ich kann. Bitte. Das muss glaubwürdig klingen zum Schluss. Nee, also das schafft man nicht. Die Zeit ist rum, ne? Abgelaufen. Ja, wir können ja eine Menge, aber wir klangen nie glaubwürdig. Stimmt, gut. Also, wir leben ja in Moskau, da fahren die Kerle auf sowas ab. Zumindest ein paar, glaub ja nicht, dass ich ja, das immer durchgehen lasse. Dankeschön. Du hast mir das letzte Mal schon mit der Nutte im Stripclub nicht durchgehen lassen. Du lässt mir nie was durchgehen. Aber es ist ja auch Flummis Welt. Also was soll's. Okay, wird alt. Gut, also ja hier, Kollege. So leicht über die Lippen. Ich hab da was zwischen den Zähnen. Was für ein Stück Zahnseite. Ich glaub, das ist Rhabarber. So ein ganzes Blatt raushängen. Nee, dem steckt eine Grete zwischen den Zähnen. Ganz eindeutig. Fischgrete, das immer wieder. Oh. Ist er noch also da? Billy leckt sich lasziv über die angefeuchteten Lippen mit der Zungenspitze. Lipgloss, natürlich. Ja. Es geht einfach nicht. Okay, ja, das ist kein Ding. Baby. Was ist das denn? Wir hatten ja einen kleinen Vorfall, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir haben alles Gott. Im Griff. Ein Vorfall? Was denn? Das vermute ich nur ein Irrtum, aber wir sind halt vorsichtig, damit kleine Zuckerpöppchen wie du auch sicher hier rein und rausgehen können. Oh. Gebärmuttervorfall. Der Gebärmuttermund hat sich geöffnet. Wie? Vorfall? Was lachst du dir jetzt wieder? Das ist einfach insgesamt so schön. Gay? Nee, das nicht, aber es ist einfach immer lächerlich, wenn man das versucht, Rollen zu spielen. Und auch so ist es lächerlich. Ich glaube, selbst als Kerl würde ich das nicht rüberbringen können, aber egal, macht ja nichts. Vor allem, wenn ich mit einem Kerl einen Kerl anmachen muss. Egal, ja. Das war das Letzte. Sauerkirschen. Ich wollte eben gerade noch einen Eiswürfel aus meinem Long Island Eistee rausnehmen und mir über den Dekolleté damit fahren. Zu viel, Düs. Zu viel. Wieso denn? Weil's Mensch, dann, das dann, macht dann, doch jede Blondine im Freibad. Oh, ich habe immer normal. Einen Beutel Eiswürfel dabei. Du hast doch nur Angst vor zu viel Spaß, Kleiner. Dafür gibt's Gelee-Eiswürfel. Sie sehen aus wie Eiswürfel, aber es ist Gelee. Jelly-Shots machen saubesoffen und schmecken lecker. Okay, jetzt sind wir raus. Was war das Letzte, was du gesagt hattest? Ich hatte gesagt, oh mein Gott, was für ein Vorfall denn? Na, darauf meinte er noch, hier war vermutlich nur ein Irrtum und wir sind halt voll geil und du kannst dich sicher fühlen, Zuckerpüppchen. Das Zuckerpüppchen war wichtig. Das, also der fühlt sich mir angefreundet schon, wenn er mich Zuckerpüppchen nennt. Angefreundet ist das falsche Wort. Sein Penis fühlt sich dir angefreundet. Und ja, mit dir meine ich deine Vagina, die du nicht hast, aber das weiß richtig. Ich. Richtig. Doch, meine Ladyboy-Pussy gibt's immer noch. Okay. Nicht vergessen. Entschuldigung. Vielleicht ist er ja androgynen Wesen zugewendet, also... Findest doch heraus, du hast ja einen Eiswürfel. Oh Gott, ja, muss man... Was denn für ein Vorfall, verdammt, das ist ja... Jetzt fühle ich mich nicht mehr sicher. Jetzt habe ich Angst. Was ist das denn? Er berührt sanft, aber doch mit der Härte eines Mannes, der eine Frau beschützen kann, auf die Schulter. Und lacht, nein. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Mein Kollege und ich checken die Lage aus und sowas kann vorkommen. Wir müssen halt aufpassen und eigentlich sollte es auch nichts sein. Bisher habe ich nichts gefunden. Aber was heißt der Bane? Natürlich heißt der Bane. Entschuldigung, das was? Nach was suchst du denn? Nach Waffen? Oh Gott, nein, hier kriegt niemand Waffen rein. Ja, ach, Düs, weißt du was, würfeln wir bitte erstmal überreden. Oh, das ist so. Das Moment. Ist mir gerade einfach zu hart. Wo war denn gleich wieder überreden? Negotiation? Con. Right. Con? Hm? Nicht Negotiation? Okay, nein. Con. Oh, das ist aber schade für dich. Okay, brauchst nicht würfeln. Das sind 9. Brauchst du nicht würfeln. Zu spät, 2 Erfolge, dankeschön. Ich hätte ja patzen können, ne? Ja, also. Die Technik ist manchmal ein bisschen anfällig, gerade dieses ganze Zeug, was irgendwelche Funzeln auch spüren soll, aber ich kann mir vorstellen. Na, du weißt schon, irgendwelche kleinen Pseudomagier. Eigentlich, es steht ja überall dran, dass hier die Ausübung von Magie und magieähnlichen Tätigkeiten untersagt ist. Es geht immer ein paar Idioten, die ein bisschen rumpollen müssen. Du solltest aufpassen, Zuckerpüppchen. Manche versuchen damit, bei den Mädels eine richtige Show abzuziehen. Und ich kann dir sagen, da steckt nichts dahinter. Das glaube ich. Also da stehe ich auch gar nicht drauf. Mm-hmm. Das ist ja krass, ey. Dass es sowas hier auch gibt. Ne? Da ist man ja vor gar nichts mehr sicher. Nirgends. Er streckt sich etwas. Und ja, Düs, jetzt mach ich's. Er streckt sich etwas. Und so ganz zufällig hat er mal die Hände hinter dem Kopf, um seinen enormen, durchtrainierten Bizeps zu zeigen. Billy muss jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe werfen, damit sie sich nicht selbst ein bisschen in den Mund bricht oder so. Aber wegen deinem Quatsch nicht, ja? Musst du nicht, nur wenn du das möchtest. Richtig. Aber eigentlich Ex, da kann man, glaube ich, mehr so irgendwie aushalten. Nee, das ist schon alles toll. Gut. Also wie gesagt, bisher habe ich nichts gefunden. Ich werde mit meinem Kollegen, wie gesagt, noch mal ein bisschen weiter gucken, aber er wird dick sein. Er ist ganz kurz davor. Das sieht man an seiner Körperhaltung. Er hat die Hand immer noch auf deiner Schulter, die er mit dem angewinkelten oder gebeugten Zeigefinger am Kinn entlang zu streichen. Oh, so eklig. So eklig sind wir jetzt schon, Düs. Ja, du hast es so gewollt. Lebt damit. Alles nur für die Fans. Wir haben keine Fans, außer uns selbst. Richtig, das langt doch schon. Gut, dann nehme ich jetzt zu seiner Hand und streiche mir mit dem Finger, den er angedeutet hat, schon selbst übers Kinn mit ihm, damit es nochmal richtig pervers jetzt wird hier. Und dann sage ich, naja, schade, dass du arbeiten musst. Ich tanze mal noch ein bisschen weiter. Ah, meine Schicht ist auch irgendwann zu Ende. Vielleicht können wir uns ja später nochmal treffen. Hast du deinen Com-Code vielleicht im Kopf? Oh Gott, nee, gerade nicht. Du, ich hab schon ein bisschen was getrunken. Ich hab so leckere Cocktails hier. Total. Guck mal, ob du mich nachher nochmal findest, ne? Ja, ich werde Ausschau halten. Hm. Oh ja. Er nochmal mit einem Mundwinkel so nicht angrinsen, sondern dieses pseudo-überlegene Anlächeln. Und dann guckt er auch weiter und gut. Ich nehme an, du gehst auch, du spürst natürlich den Blick seinerseits auf deinem Popo. Natürlich. Aber ich habe ja ein Hula-Röckchen an, also passt das schon. Ja gut, zurück. Zurück. Arsch. Erster. Nee, das kam, glaube ich, relativ gleich. Egal. Ich glaube, das war noch das letzte Mal, dass ich irgendwie die Waffen von Billy einsetzen will als Frau. Da merkt man doch, dass ich eine Transe bin, ne? Vielleicht nicht so krass. Ich muss da mal für tolle Anmachsprüche sorgen für die Zukunft. Ich kann das auch nicht. Ich finde das fürchterlich. Ja. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind ja eh gerade outgame. Es kann niemand. Es klingt immer scheiße. Entweder sind Hormone oder Alkohol im Spiel, dann klappt das. Aber sonst ist das einfach lächerlich. Gut. Ja, dann gehe ich, wie gesagt, zurück zu Jojo und ich weiß auch nicht. Ich erzähle dir, was passiert ist. Fassen wir es doch so zusammen. Aha. Cool, was ist denn das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob du zu dem hingehen solltest. Warum nicht? Ich weiß nicht. Willst du das echt?
Mach doch, geh doch hin. Warum denn nicht? Geh hin. Jetzt, wir sind beide betrunken und anderweitig bedient, also. Ja, sie geht in die Nähe. Ja. Von dem Typ, mit dem ihr redet, das nicht rappappelt, oder von dem anderen, der schon vorhin, der dich wirklich mal gesehen hat in Natura? Der mit dem Gerät, das nicht rappappelt. Okay. Er guckt sich noch immer um, scheint allerdings gar ein wenig abgelenkt. Ich kann mir kaum vorstellen, warum. Er sucht immer irgendwie die Menge ab, guckt etwas seltener auf sein Gerät. Er hat so die Blickhöhe, die man haben müsste, um eine größere Person aus einer Menge kleinerer Personen herauszupicken. Persönchen herauszupicken. Das Gerät identifizierst du relativ schnell als so einen tragbaren Glühmoos-Sensor. Also du weißt halt irgendwie, da erkennst du Magier mit. Und bei den kleinen Dingern mit wenig Glühmoos ist halt die Reichweite echt beschissen. Und bei den großen ist halt gut. Und da, wie gesagt, da kennst du irgendwie magisches Zeugs. Tja, und sie ist ja nicht magisch. Ich weiß, natürlich nicht. Ja. Okay. Ich sag dir nur, was du siehst. Dann ist sie jetzt glücklich. Sie hat jetzt gesehen, was es ist. Ja. Du hast ja ein bisschen gebraucht, um ihn zu finden und dann zu gucken, was es ist. Und du bist ja auch drauf wie Sau, das heißt, du musst ein bisschen überlegen. Er guckt, wie gesagt, nicht so krass drauf. Du siehst, dass die Zahlen auf der Anzeige ganz, ganz langsam wachsen. Also das ist auch mit Dezimalstellen tatsächlich bis in die Tausendstelbereiche und die Tausendstel wachsen gerade an. Aha. Ich sage das nur. Ja. Steht sie so nah dran? Na, ich dachte, du willst gucken, was es ist. Stimmt. In der Menge von Menschen, in der er sich durchbewegt und du bist wie groß? 1, 2? Nicht ganz. Na, siehst du. Okay, dann ist sie jetzt erstmal glücklich. Sie hat gesehen, was sie sehen wollte. Ja, sein und Ding. Und rapappel zurück zu Billy. Nur technische Geräte rapappeln. Wir machen Richtig. So, jetzt habe ich gesehen, was es ist. Haha, das ist voll lustig. Na, das ist so ein Glühmoos-Detektor-Dingsbums, aber es hat nichts gemacht. Ein was? Na, pass auf, es gibt, wenn du so komische, wenn du so Funzeln irgendwie in der Nähe rumdingsen hast, dann... Funzeln in der Nähe rumdingsen? Na, machst du mal einen Satz jetzt? Ja klar. Mach ich doch die ganze Zeit. Du hörst mir nur nicht zu. Richtig. Pass auf. Also, wenn du irgendwo Funzeln hast, ja? Was sind Funzeln? Zauberer, Magier, irgendwas, was da, ne, komisch ist halt. Dann hast du auf jeden Fall, wenn die irgendwas machen, dann hast du halt, gibt es so Glühmoos, also gibt es so Glühmoos. Das ist so ein komisches Moos halt und das fängt an zu glühen. Mhm. Und damit haben die schon irgendwelche komischen Geräte gebaut und wenn dann was in der Nähe ist, dann sehen die das, weil das Glühmoos anfängt zu glühen und irgendwelche Sensoren das in dem Gerät aufzeichnen und dann kann man das halt sehen. Und sowas hatte der. Aber es hat auf jeden Fall nicht gewarnt und geblinkt und geleuchtet. Alles cool. Sag Moment, ich doch. Es hat nicht geblinkt und geleuchtet. Nö. Aber der Typ rennt mit einem Glühmoos-Detektor rum, um irgendwelche magischen Funzeln zu finden. Ja. Nachdem, warte mal ganz kurz, muss ich OT fragen, also jetzt als Ingame klar, sage ich jetzt mal nicht, ich hab's geblickt, aber Outgame klar, habe ich ja mitgekriegt, was der Typ gemacht hat. Also sprich, der eine sieht, dass Jojo darum hupt, sage ich jetzt mal. Mit Jojos Hupen ist Stimmung garantiert. Oh jetzt! Entschuldigung. Penis, also Rumpenis, ja? Das also der Tablett-Typ sieht, dass etwas passiert, was du auch so noch nicht gesehen hast, außer in der Matrix. Dann geht er zu dem Typen Nummer 1, der daraufhin blöde guckt und in eure Richtung läuft, den du hackst, der mit seinem Kollegen dann auftauchst und der Kollege hat dann ein Ding zur magischen Detektion von magischen Dingen dabei. Also jetzt mal rein, Billy kriegt das schon auf die Reihe, oder? Jetzt mal ohne Witz, also... So na, es ist schon ein sehr merkwürdiger Zufall, auch abgesehen von der Tatsache, was bei Professor Dr. Nikolai Ivanovich, ich liebe diesen Namen, und dem Bodyguard passiert ist. Und mit dem Rauchzeug. Und dem Paar, was er getrennt hat und mit meinem Hand angefasst hat. Ja, auch das zum Beispiel. Jojo. Ah, was? Bist du eigentlich doof? Das wurde ich schon oft gefragt. Ich habe diese Frage jedes Mal dementiert. Hat man dich schon mal getestet? Hä, worauf? Ob du doof bist.
Nein, ob du... Ach so, ja. Hat man? Ja, klar. Wieso denn? Routine. Und was kam raus? Nix. Dass du doof bist? Nein, ich war nicht doof. Okay. Du bist aber... Also, ich schlepp dich garantiert nicht wieder zum Doktor, ich verspreche es. Aber ich hab mal eine Frage. Ja, bin da. Du machst komische Sachen manchmal, das weißt du auch, ne? Ja, manchmal mache ich komische Sachen. Okay, kannst du dich noch dran erinnern, dass ich gesagt habe, du windest in meine Richtung und da warst du ganz sauer auf mich? Und dann habe ich dich angefasst, ich habe eine gewischt bekommen, dann ist dein Drink in deiner Hand mal flöten gegangen, einfach so, du hast das Glas nicht kaputt gemacht, aber der Drink ist weggegangen, dein so Sachen. Und jetzt spuckst du irgendwelche komischen... Hä, welcher Drink ist weggegangen? Na, wir waren bei dir in der Wohnung und wir haben getrunken. Und dann kam die doofe Ansage mit was da irgendwas war mit den Pavlovs. Und dann hast du gewindet. Und also vorher ist der Drink flöten gegangen. Also, was für ein Drink ist flöten gegangen? Was willst du eigentlich von mir? Hör mir doch mal zu! Ich höre dir doch zu! Nee, du hörst mir gar nicht zu! Doch, also, aber du laberst komischen Kram. Ja, du warst doch schon wieder drauf, Mädel. Natürlich, du ja auch. Also halt die Fresse und hör mir jetzt zu. Also, du warst mit mir in deiner Wohnung. Wir haben Whitewashing getrunken. Ja, das weiß ich auch noch. Okay, jetzt hör halt zu. Wir haben White Russian getrunken, richtig? Dann kam da die Ansage mit den Pavlovs, dass die eine da verheiratet wird. Und dass die kleine Schwester von ihr im Sterben liegt oder im Koma lag und Dann hast du den Drink verloren. Also der Drink ist flöten gegangen. Weißt du das nicht mehr, dass er verdunstet ist? Hä? Ich habe das Glas in die Ecke geschmissen. Ja, der Drink ist sicherlich flöten gegangen, als ich das Glas in die Ecke geschmissen habe. Ja, aber zuerst mal war dein Glas leer und das hat danach gestunken. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Egal, das war eins der Vorkommnisse. Dann habe ich hier von dem Wind erzählt, den du ausgesondert hast die ganze Zeit. Also nicht irgendwie anal oder so irgendwas, sondern... Nicht Analwind, sondern halt da. Und du hast den Bodyguard damals in die Ecke gepfeffert, nachdem du mir eine reingehauen hast beim Doktor, nachdem ich dich dahin geschleppt habe. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du einen 2 Meter irgendwas Mann mit 120... Vielleicht ist er gestolpert. Der Typ ist 2 Meter in die Ecke gerutscht. Nach hinten, nachdem er sich vorwärts bewegt hat. Bla, was willst du mir jetzt genau sagen? Wie erklärst du dir, was gerade mit dem Drink passiert ist? Ich habe keine Ahnung, was gerade mit dem Drink passiert ist. Vielleicht hat sich auch irgendjemand einen Scherz mit mir erlaubt. Ist dir das schon mal aufgegangen, dass das vielleicht sein könnte? Point taken. Warum sollte sich denn jemand einen Scherz mit dir erlauben, einfach so? Warum nicht? Also wenn wir jetzt zu dem Typen hinlaufen, ja? Und ich den ablenke, weil ich kann den wieder im Gespräch verzwicken. Und du dann auch da in die Nähe kommst und das Gerät ausschlägt... Da ist doch nichts, Billy. Das ist schon mal getestet worden. Da ist was ist nichts. Getestet worden? Na, was unterstellst du mir denn hier gerade? Ich sag das mal mit dir, was nicht stimmt. Also mal abgesehen von dem ganzen anderen Kram, der mit dir abgeht. Aber irgendwas weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus. Aber irgendwas ist komisch mit dir, oder? Findest du das nicht auch komisch? Komisch? Komisch. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es mit mir was komischer ist als mit allen anderen Leuten. Naja, also mit mir ist was komisch. Das wollen wir jetzt mal nicht in Abrede stellen, ja? Das wissen wir beide. Stimmt's? Ja. Okay. Aber mit dir ist doch auch irgendwas anders komisch als mit den anderen, oder nicht? Jetzt guckt sie mich misstrauisch an. Was guckst du mich denn jetzt so an? Was meinst du? Na, keine Ahnung. Wie erklärst du... Also du sagst da, dass sich jemand einen Witz mit dir erlaubt hat, jetzt einfach mal, dass da irgendwelche Sachen aus deinem Mund rausfliegen und der Trink in deinen Mund reinfliegt. Das findest du nicht Pass komisch. Auf. Okay. Doch, es ist komisch. Vielleicht okay. Gibt es auch jemanden, der dazu in der Lage ist, solche komischen Dinge hervorzurufen, aber ich bin es nicht. Okay. Meinst du? Ich bin mir sicher. Wie? Wie kannst Ziemlich. Du dir sicher sein? Wie kannst du dir sicher sein? Weil man, wenn überhaupt, überall hört, dass so komische Sachen viel früher passieren. Ich bin über 20. Und? Und zum Zweiten haben die alles Mögliche schon mal getestet und es war gar nichts. Steppy ist auch viel später erst ein Ork geworden. Erinnert dich an die Geschichte, die er uns aufgebrüht hat. Was war gerade nochmal dein Vorschlag?
Ich habe gesagt, wie wär's denn einfach mal, wenn ich jetzt quasi wieder in die Richtung von dem Typen laufe? Wir machen das jetzt. Dann okay. Beweise ich dir, dass da nichts ist. Okay. Okay, ihr geht zu dem Typen. Also ich lauf quasi vor, das ist... Ja, Düs, ich bin ganz schwer gegen den Plan, dass wir ausspielen, wie du ihn ablenkst, weil wir alle noch das Erbrochene von vorhin irgendwie am Gaumen haben. Ja, und ja, am Zepter. Deswegen kürzen wir das ab. Ich meine, der ist ja eh spitz auf dich wie Hulle. Danke. Ich war schneller. Gut, und Jojo steht dann hier rum, ausreichend, dass man sie nicht direkt sieht und zwischen den Tanzen und so, das ist ja alles easy. Unterhält sich also mit dem, wie lange wollt ihr denn stehen? Keine Ahnung, vielleicht so normales 5-Minuten-Gespräch? Okay. 5 Minuten. Billy hat ja einen ziemlich guten Blick auf das Ding. Jojo nicht so ganz. Am Anfang ist es halt so, dass gar nichts passiert. Dann nach so 1-2 Minuten sind halt die Tausendstel am Wachsen in der Hose und die Tausendstel sind am Wachsen in der Hose. Ich weiß nicht, wie die Verhältnisse bei dir sind, aber bei mir ist das so. Nein. Also, es geht halt ganz langsam. Aber umso länger du stehst, das ist halt ein exponentielles Wachstum. Das bedeutet, dass halt in den letzten Minuten dann auch durchaus 1-2 Hundertstel an Wachstum zusammenkommen. Also vorher war es auch auf null. Und wenn du quasi noch länger stehen würdest, würde es quasi noch schneller gehen. Weißt du, ist verständlich, oder? Ja, es ist gradually increase. Also sprich langsam, aber stetig steigend. Na, nicht stetig, halt schon exponentiell. Okay, exponentiell dann, ja. Genau. Das ist das, was du siehst. Ja, und hat Jojo da auch einen Blick drauf? Nicht so einen guten. Ich meine, sie will sich ja eher bedeckter halten, habe ich gehört. Wenn sie näher ran will, muss ich sagen. Die kommt irgendwann näher ran, ja klar. Okay, wenn du einen besseren Blick drauf erhaschen willst, dann siehst du das auch. Also nach 5 Minuten ist es halt schon deutlich schneller. Also ich werde jetzt auch das Gespräch so drauf auslegen, dass ich halt irgendwelche Körperteile von mir selbst anfasse, damit er nicht irgendwie auf das Gerät schaut. Die ganze Zeit. Ich werde ihn auch nicht mehr nach dem Gerät fragen oder nach irgendwelchen Vorkommnissen. Der Typ guckt auf deine Geräte. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Ja, da brauchst du nicht viel machen. Gut. Ich meine, ist ja auch klar, du bist eine große Frau. Der hat dich ja quasi gar nicht auf Augenhöhe. Das ist ja normal. Logisch. Absolut. Wir sind ja alles Männer. Geht so. Ich schwing auch ein bisschen mit der Hüfte lasziv. Im Takt, natürlich. Jeder Schwung ein neuer Schwall von Rosenduft. Und Fisch. Quark. Nein, natürlich nicht, aber das ist halt das nach 5 Minuten. Wenn ihr länger stehen wollt, dann sage ich euch was nach längerer Zeit. Naja. Jojo ist gerade ein bisschen neugierig. Sie geht näher ran. Ja, sie ist auf Drogen. Ich finde das gerade ein bisschen witzig. Und ich bleib stehen, solange wie Jojo sich nicht wegdreht und sich quasi heranpirscht. Gut. Das näher rangehen scheint keine Veränderung zu bewirken, aber wenn ihr da halt jetzt nochmal 5 Minuten steht, die du ja auch easy überbrückt bekommst mit den besten Anmachsprüchen aller Zeiten, das wäre ganz toll. Wie gesagt, das ist ein exponentielles Wachstum, das heißt, es wird jetzt halt immer schneller und man nähert sich auch irgendwann dann langsam mal so, ja, ne, also hier irgendwas von 0,09. Na, irgendwann dreht Jojo sich auch um und geht wieder weg. Boah, ganz anders hin. Bleibt also aber, sehr weit weg, meinst du halt? Ja, guckt aber dann weiter auf Billy, also beobachtet Billy. Okay. Wenn Jojo an der anderen Ecke dieses ganzen Dings angekommen ist, dann stagniert das erst noch ein bisschen, dann nimmt es ganz langsam wieder ab. Das ist ein langsamer Verfallsprozess. Also es geht nicht so schnell runter, wie es hochgegangen ist, sondern es dauert. Es hat eine gewisse Halbwertszeit und so, ne? Mhm. Also wie wieder mal Bildung und so, aber es geht halt schon runter. Okay. Ja, ich verabschiede mich dann auch irgendwann wieder zurück und gehe an die Bar und hol 2 Long Island Iced Teas. Ja, Jojo unterhält sich mit irgendwem. Tschüss. Du hast ihn jetzt ungefähr 15 Minuten bearbeitet oder so. Na, wieso? 10 Minuten zum Hochgehen und nochmal was zum Runtergehen. Achso, okay.
hast ihn ungefähr 12, 13, 15 Minuten bearbeitet. Natürlich kriegst du zur Verabschiedung einen Klaps auf den Popo. Ja, okay, das wäre ich hinnehmen mit einem gewissen... mit ladyhafter Würde. Mhm, mit einem... mit einem... Oder mit einem... Nee, nicht ich, das ist nicht meins. Natürlich nicht, aber es war schon sehr schön gerade von dir. Hm. Ja, ihr trefft euch mit einem Long Island Iced Tea. Was noch zu sehen ist, die beiden Typen sind des Suchens müde. Der eine verzieht sich wieder an den Ausgang und der Typ, mit dem ihr redet, was nicht mehr rappappelt, oder der verzieht sich auch. Ja, wie gesagt, Jojo unterhält sich mit irgendwem, keine Ahnung, weil Billy ist ja noch beschäftigt. Ja, du bist auf Ex und möchtest viel reden, ich verstehe das Prinzip. Hm. Wobei die Rücken halt auch langsam, ne? Das wirst du dann langsam legen. Hm, okay, dann muss ich doch mal irgendwann nachlegen. Alles klar. Ja, irgendwann kommt Billy dazu. Ja, ich drück dir dann Trink in die Hand, ein bisschen verstört schauend. Und oha, du willst mich heute doch noch abfüllen, ich merke das schon. Alles klar? Ich weiß nicht, ob alles klar ist. Ich sollte dich lieber fragen, ob alles klar ist. Hast du den Ausschlag gesehen? Was für ein Ausschlag? An meinem Hoden. Das solltest du untersuchen lassen. Möchtest der Typ, du mal mit dem sich Jojo gerade unterhalten hat, geht jetzt verstört weg. Wir zwei sind aber auch eine scheiß Chaos-Truppe. Jetzt hast du ihn vertrieben. Wolltest du den noch flachlegen? Weiß ich nicht. Ach eigentlich so, war der ein bisschen langweilig. Okay, dann habe ich keinen Schaden angerichtet. Aber hast du jetzt mal ohne Scheiß, komm mal mit jetzt. Ich komm mit. So, wo wir uns halten können. Wir suchen uns halt, also keine stille Ecke jetzt wieder, wo wir gleich gespottet werden, aber halt, keine Ahnung, sodass wir reden können, ohne dass wir gleich irgendjemanden, der uns anhören kann. Na, die Chill-Out-Zone ist jetzt halt gut gefüllt. Das heißt, du hast das ganze Gebrabbel der Menschen, die dort sind, und es ist ein bisschen abgeschieden, sodass man reden kann, wo die Musik nicht so laut ist, aber wo man euch nicht wirklich belauschen kann und die Leute sind eh beschäftigt. Das heißt, uns findet jetzt auch keiner der Jungs, die da rumsuchen. Na, die suchen ja auch nicht mehr. So, aber ja, selbst wenn, wäre es jetzt halt deutlich schwieriger, euch aus der Menge rauszupicken. Und dort waren sie auch gar nicht mehr suchen. Okay, da setzen wir uns jetzt hin auf die Hängematte zusammen, trinken unseren Trink und ich frag, hast du den Ausschlag auf dem Gerät gesehen? Ja, aber das kann ja alles bedeuten. Okay. Du arbeitest doch für diesen Laden da. Nee, du arbeitest nicht für den Laden, entschuldige bitte. Du arbeitest doch da. Nein, du hast doch deine neue Bude. Ja. An dem Laden, wo auch Machina arbeitet. Ja. Meinst du, die können sowas auch so ein Gerät haben? Was weiß ich? Da musst du sie fragen, keine Ahnung. Frag doch Machina, die ist doch hier Magie-Dingsbums. Das machen wir. Das machen wir. Ja. Oder Angie, wenn ich den das nächste Mal sehe. Genau. Aber kümmere dich da mal drum. Ja. Wer weiß, ob nicht noch was weiß ich. Na, aber der hätte mir doch schon mal was gesagt. Ich glaube, bei dir ist es latent. Kann es sein? Hä? Naja, ich glaube, dass du irgendwie einen Trigger brauchst, damit du quasi erstmal auf die Runden kommst. Jojo. Hä? Angie hatte dir schon ein paar Mal was gesagt, nämlich, du bist von den Loa begünstigt. Ja, aber was soll denn das heißen, weißt du? Ja, was Magier halt so. Was Magier halt so quatschen, aber er wollte dich immer bei seinen Ritualen dabei und er hat sowas zu keinem anderen gesagt. Und nein, es gab auch andere Frauen und nein, er wollte nicht drauf auf dich. Das ich will nicht, ich muss drauf auf dich. Nee. Nee. Was so ist Angie nicht. Ich meine, du darfst das gern immer noch von dir wegschieben und hier, ne? Ist alles schön, aber ich sag's nur. Was? Wir fragen einfach Mahina vielleicht oder den Typen, für den sie arbeitet. Oder ich frage Angie halt nochmal, aber Angie redet nie und das, was er sagt, ist so kryptisch, dass keine Ahnung. Dann reden wir mit Mahina mal zuerst. Die kennt sich doch da scheinbar aus. Die hat doch gesagt, achso, das weißt du ja gar nicht. Hab ich mich wieder verplappert. Hm? Dass sie irgendeine Art Funzel ist, das hat sie schon deutlich gemacht. Okay, entweder ein Funzel oder ein Freak, eins von beidem. Haha, deswegen ist sie auch witzig. Bin naja, ich keine jetzt Ahnung, ob sie witzig ist. Deswegen oder was? Wisst wieso? Naja, weil Freak. Ach komm, Mensch. Ja, Frau. Ja, ich bin ja Doppelfreak.
Ach, jetzt nimm doch nicht so ernst, was ich sage, Mann. Nee, ich nehm's jetzt nicht als eine Beleidigung an oder so irgendwas. Ich frag dich ja nur. Ich meine, du. Nein, ach, was weiß ich, ist mir doch egal, so. Gott, da wärst du vielleicht. Who knows? Was? Ich werd gar nichts. Na, aber was wär denn wenn? Du machst so krasse Feuerball in die Fresse. Was denn? Da hört man doch öfters mal davon, dass da irgendwelche Leute zum Schluss doch nochmal goblinisiert werden oder da passieren doch laufend irgendwelche Scheiße mit den Searches. Vielleicht kriege ich ja noch Aua. Wow, das würde ja gar nicht zu dir passen. Ja, oder? Die können wir aber nicht überschminken. Ich werde dann ein Zwerg. Du bist doch schon ein Zwerg. Ich bin jetzt schon ein Zwerg? Ja, manchmal, wenn du geärgert bist, dann guckst du immer so komisch. Hä? Ja. Nee, ich bin halt böse. Ich hab dir das noch nie gesagt. Was hast du mir noch nie gesagt? Dass manchmal ich dann komisch gucke? Dass du gruselig manchmal bist. Wieso bin ich gruselig? Na, wenn du deine Anfälle hast. Was für Anfälle? Och. Ich guck mich nochmal kurz um, ob irgendjemand zuhört. Oder guckt. Nope. Wenn nicht, dann sage ich einfach nur so, Pumpgun in die Fresse. Oder Jojo um die Eier. Na, ich spreche jetzt nicht von deinen Sexualpraktiken. Okay. Was aber, naja, ich habe gerade überlegt, wo ich da die Grenzen ziehe und was ich da jetzt gerade auseinandersortiere und wovon du eigentlich sprichst. Deswegen brauchte ich ein Weilchen. Aber, ich meine, das sind halt Sachen, durch Warten bis jemand anders, das hat nichts mit gruselig zu tun. Manche Dinge sind halt notwendig. Das sagst aber genau das Richtige. Soll ich mal drauf warten, bis jemand anderes, ... Da kümmerst du dich lieber nochmal genauer jetzt drum, bevor... Und nimm mich da bloß mit, wenn du da hingehst, weil ich weiß, wie ich dich verärgern kann, und dann... Ich hab nämlich immer das Gefühl, dass wenn du richtig sauer bist, dann kommt das raus. Dann solltest du mich vielleicht nicht richtig sauer machen? Na, ich bin ja nicht immer dafür verantwortlich. Nein, bist du ja auch... Ach, weißt du, ich meine, wir haben hier... Fete. Also, was? Willst du denn jetzt von mir? Nein, aber das ist doch jetzt egal. Okay, dann Party. Oder? Ich nicht? Oh. Ja doch, aber. Ich weiß nicht. Also pass auf, ich sag dir jetzt eine Sache von meiner eigenen Erfahrung. Ich musste damit, was mit mir abgegangen ist, zurechtkommen. Ich musste das verarbeiten. Und ich musste das unter die Kontrolle von mir selbst bringen. Das ist meine Auffassung. Ich sag nicht, dass das Richtige für dich ist, aber also ich wäre, und ich würde dich jetzt mal ganz passepartout in keinen Rahmen so einschätzen, dass du dich auch quasi lieber unter Eigenkontrolle bringst, als dass irgendwas mal passiert, was dann, keine Ahnung, ich mach dann mal einen Scherz und dann bist du gar nicht mehr so toll drauf und dann haust du mir nicht nur in die Fresse, sondern fette Kickbox in die Fresse oder so irgendwas mit Feuerball obendrauf. Ach, Blödsinn. Na, ich sag's ja nur. Ich sag ja nicht, dass ich recht hab. Hast aber du auch weißt nicht. Doch, wie ich. Du weißt doch, wie ich es meine. Ich weiß, ich kann dich wahrscheinlich nicht so arg verfunzeln, dass du richtig sauer auf mich bist, aber. Na, wenn halt mal jemand anderes dich richtig sauer macht, ich weiß ja nicht. Die Leute, die dir nahestehen, können auch manchmal zu direkt werden und dann. Keine Ahnung, dann haust du irgendjemanden aus Versehen so sehr eine rein, dass es... Keine Ahnung. Weißt du? Du? Ganz ehrlich? Ich glaube, selbst wenn einer der komischen Drachen mir ihre Magie geben würden, würde mich immer noch jeder, dem ich in die Fresse haue, auslachen. Na, das würde ich jetzt aber nicht so unterschreiben. Ich schon. Ja, du bist ja aber auch manchmal naiv. Bin ich das? Ja. Wieso? Ja, manchmal bist du naiv. Echt? Ja. Inwiefern bin ich naiv? Das hat man mir noch nicht gesagt. Ja, manchmal gehst du an eine Sache ziemlich blauäugig ran. Ich will die Story jetzt nicht aufwärmen, weil es unangenehm ist ein bisschen, aber du weißt ganz genau, wie das mit dem Doktor abgelaufen ist. Du hast da Sachen quasi unterdrückt. Also wolltest du quasi von dir wegschieben,
So nach dem Motto, ich ersetze die Realität mit meiner eigenen Wahrnehmung und ignoriere die Fakten. Nimm's mir nicht übel. Du weißt, ich will dir nicht böse und ich möchte dich nicht irgendwie jetzt dumm Anlass von der Seite anpissen. Und eigentlich sind wir ja, wie du gesagt hast, zum Party machen hier, aber das war jetzt gerade mal die Situation, da ich gedacht habe, ich kann dir doch so jetzt so zwischen uns Schwester zu Schwester sagen, oder? Oder bist du mir jetzt sauer? Nein. Verstehst du mich nicht falsch, oder? Nein, ich verstehe dich nicht falsch, aber da spielten noch ein paar andere Sachen Rolle, die nicht so einfach waren. Und weißt du? Ja, es du weißt. Es ist nicht immer alles so einfach, wie es scheint. Ich weiß das auch, dass nicht immer alles so einfach ist, wie es scheint. Und dass es immer tiefer geht, als der Außenstehende denkt. Aber manchmal kommt man in so Grenzsituationen, wo es besser ist, wenn man, naja, Herr seiner Sinne ist, quasi. Wir also sprechen da mal drüber mit entweder Mahina oder mit irgendwem anders, wenn sich das ergibt, okay? Na, vielleicht zuerst mal mit Mahina. Also der Angelegenheit können wir ihr, glaube ich, schon trauen. Und wenn die sagt, dann solltest du definitiv Nachforschungen anstellen, die weitergehen. Und weißt du, du kennst ja Gott und die Welt und dann und die Zahnfamilie auch und dann die Zahnfamilie? Ja, keine Ahnung, Gott und die Welt und die Zahn halt. In Russland, typisch. Und dann kümmerst du dich halt mal drum. Ich habe nur Angst, dass hier was passiert. Und jetzt, man mir weiß passiert ja schon nichts. Ich bin unverwüstlich. Unkraut vergeht nicht. Sagst du so. Weiß ich. Naja, vielleicht. Ich hatte schon genug Gelegenheiten dazu und es ist nie was. Naja, ich bin nie vergangen. Naja, also bei mir ging es auch ruckzuck, da war die Milz raus. Hast du ihr einen Namen gegeben? Meiner Milz? Ja. Nee, ich hab sie noch nicht mal beerdigt, die Gute. Das ist vielleicht auch besser so. Aber jetzt lass uns nicht davon reden. Wir sprechen da mit Mahina morgen drüber. Okay? Ja, entweder morgen oder wenn wir sie halt sehen, je nachdem wo sie ist. Ich hab die eh nicht erreicht, ich wundere mich eh, wo die ist. Na, irgendwo unterwegs wahrscheinlich. Ja, die Frage ist, warum sie nicht ihren Comlink antwortet. Vielleicht ist sie auch irgendwo irgendwelche Rituale abziehen und kann deshalb nicht ans Comlink gehen oder so. Rituale zieht man ab. Was weiß ich. So wie den Hasen? Hasen abziehen. No, Hase. Hase abziehen. Du? Hm? Ich brauch Nachschub, Baby. Schon wieder leer? Das meine ich nicht. Ach, das andere. Moment, da muss ich kramen gehen. Kommst du mit? Klar. Let's go aufs Klo. Ihr macht noch, also ich meine, Flummi, Jojo zieht sich nochmal richtig schön zu, da bis oben hin, wunderprächtig. Dann wird getanzt, dann wird gefeiert, dann wird getrunken, vielleicht nicht nur alkoholisches, das soll gar nicht so gut sein in Kombination. Nee, Wasser. Mhm. Wasser, ja. Fruchtsäfte sind dann auch immer sehr lecker, habe ich gehört. Und nee, die sind zu sauer meistens. Was? Das stößt dir auf den Magen auf. Nee, du machst den Fehler, du gehst von echten Früchten aus. So gut ist das Etablissement wirklich nicht. Du hast also schön süße Plurre und die ist doch geil. Nee, das ist Babzeug, das babbt dir den ganzen Mund zusammen. Glaube mir, Wasser ist das einzig wahre und Kaugummi. Kaugummi, da musst du ja noch mehr kauen, das ist doch na okay. Also nee, sie ist bis oben hin zugezogen und ihr macht noch Fett Party und wir haben ja eigentlich auch gar keine Ahnung, wie das so richtig ist. Also Party, wir sind ja Menschen, die keine Freunde und keine Party haben. Genau. Im Keller. Geht's zu Ende. Das war jetzt à la Flummi für euch nochmal zum Schluss. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch meine Stimme derzeit, weil ich habe ein bisschen umgespielt mit Filtern und ich habe auch schon eine halbe Flasche Wein intus. Beispiel der Mittwoch ist, ich mache jetzt die Folge fertig, ich lasse auch hoch, ich brauche keiner viel zu labern, wir haben ja schon 1,49 überschritten. Das sind ja schon wieder fast 2 Stunden geballter Wahnsinn, wobei es jetzt zum Schluss nochmal interessant wurde. Von dem her hoffe ich, es hat euch gefallen. Nochmal. Also generell immer, aber ihr gebt uns hoffentlich den Daumen hoch. Euch hat's, wie gesagt, ne? Flasche Wein und so. Brauche ich gar nicht weiter zu reden. Nächste Folge wird toll, beziehungsweise Mahina wird wieder dabei sein. Wir haben also eine Menge Spaß und ich kann euch auch schon so viel sagen, wir nehmen weiter Drogen.
uns zu zweit. Ich weiß gar nicht warum. Es macht einfach viel Spaß, so einen Unsinn zu labern. Und nochmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir keinerlei Drogen nehmen, weil wir die Folge aufnehmen oder anschließend oder davor. Also macht euch bitte keinen Kopf. Wir verabscheuen Drogenkonsum bis aufs Gröbste, weil wir auch nicht Raucher sind und die Flasche Wein habe ich gar nicht getrunken. Das war alles eine Lüge. Mache ich nie. Und der Spieler, der trinkt auch nie Alkohol, wenn er spielt mit uns. Also der verabscheut ja Alkohol. Da brauchst du gar nicht von abzwingen. Und da wir jetzt die 1,50 überschritten haben, wünsche ich euch einen schönen Abend. Weise euch darauf hin. Alle White Russian-Episoden laufen unter Creative Commons License. Das heißt, ihr dürft euch gerne Teile daraus ausschneiden. Ihr dürft den ganzen Scheiß benutzen für irgendwelche psychologischen Forschungen oder so weiter. Aber ihr müsst dann ein Label anhängen. Creative Commons License, aka von den White Russians. Und Shadowrun, sowie alle Themen zu Shadowrun und überhaupt Shadowrun-Topic gehört der Tops Incorporated. Diese Firma sitzt irgendwo in den Staaten, deswegen möchten wir gar nicht mit denen rumficken oder so irgendwas. Also sprich, Tops ist top. Und Pegasus ist die Vertretung. Thanks, Trollsch, ne, für den Hinweis. Pegasus macht hier in Deutschland die Vertretung dafür, da wir ja Deutsch casten, sollen wir es auch mal gesagt haben. Die Intro- und Outro-Musik kommen von den Grimmelkrauts. Und Ivan Ivanovic, der das Ganze macht, alles zu finden auf Soundcloud. Und in diesem Sinne alles Gute, alles Beste und bis zum nächsten Mal. Tschüss.